Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich muss mich setzen, weil das Mikrofon hier unten passend steht. Ich möchte Sie herzlich begrüßen im ZKM und mich gleichzeitig bedanken, dass wir hier wieder zu Gast sein dürfen. Das Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale am KIT macht das in Kooperation mit dem ZKM Karlsruhe jetzt schon einige Male. Dieses Filmexploratorium, das immer im Rahmen zur Traumfabrik-Filmreihe läuft. Auch da sind wir mittlerweile schon bei Nummer 15 angelangt. Die 15. Traumfabrik, die wir den 68er Jahren gewidmet hat. Das darf man hier paradoxerweise ja sagen. Es geht nicht nur um das Jahr 1968, sondern auch noch um die drumherum natürlich. Ja, schön, dass Sie heute Abend, nicht draußen scheint noch die Sonne, nicht? Also heute am Spätnachmittag hierher gekommen sind und den Ball rund sein lassen, der hier jetzt alle fasziniert und sich dafür den Filmexperimenten der 68er zuwenden. Ein in der Tat spannendes Thema, das ist auch so ein bisschen für mich so ein bisschen Reise in die eigene Vergangenheit, denn das sind die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, nicht? Und die mich fasziniert haben. Das ist so die eigene ästhetische Bildung, die da dahinter steckt. Und das ist natürlich auch eine schöne Übung, das mal genauer zu untersuchen, denn generell kann man ja sagen, bei der Medienästhetik sind wir ja als Wahrnehmende die besten Seismographen des Ästhetischen, wie auch immer man das definiert, aber es geht ja um Wahrnehmung. Ja. Es geht um Wahrnehmung und was wir wahrnehmen und dann kognitiv verarbeiten, das löst ja bestimmte Reaktionen aus und entweder sind das erfreute oder befremdete Reaktionen und aus beiden Arten von Reaktionen kann man ja etwas entnehmen. Da kann man etwas daraus lernen und man kann auch natürlich, wenn man mag, sich weiterentwickeln. Je mehr Filme und je befremdlicher die sind, desto mehr nimmt man da natürlich dann Neues auch mit. In diesem Sinne auch die Filmexperimente, denn das ist ja das Befremdlichste an dieser Zeit gewesen, zumindest das, was zu jener Zeit befremdlich war und uns heute zum Teil normal vorkommt, zum Teil aber auch immer noch eigenartig, eigenwillig und besonders erscheint. Ja. Und deswegen auch besonders reizvoll ist. Ja, die Traumfabrik Nummer 15 steht unter dem schönen Motto, lass 1000 Blumen blühen. Das haben wir bei Mao geklaut und ein bisschen entfremdet. Eigentlich hat Mao Zedong nur in seiner berühmten Rede von 100 Blumen geredet. Irgendwie haben sich die 1000 eingebürgert. Das liegt vielleicht auf dem langen Weg von China hierher in den Westen, sind das immer mehr geworden. Und vielleicht ist das ja auch ganz in Ordnung so. Das wäre ja da das noch ein bisschen vergrößern. Nicht 1000, nicht, das ist ja in der Antike so immer so der Begriff für sehr viele, ja, sehr viele und so ist das auch gemeint. Und das sind jetzt filmische Blumen, die wir da in dieser Filmreihe blühen lassen. Unser Plakat haben Sie hoffentlich schon irgendwo gesehen. Draußen liegen auch noch Flyer zur Filmreihe, damit Sie sich da nochmal informieren können, falls Sie es nicht eh schon lange mitgekriegt haben. Und das machen wir jetzt schon, wie gesagt, zum 15. Mal mit der Schauburg zusammen, das Zack und die Schauburg. Und ich bin froh, dass wir hier immer diese konstante Kooperation haben, dass das ZKM auch immer wieder mit dabei ist. Hier, sonst wäre dieser Raum ist natürlich sehr schön und es ist ganz schön, wenn man auch etwas außerhalb des Campus macht. Und ich glaube, gerade das ZKM ist bei diesem Thema besonders als Veranstaltungsort geeignet, denn auch hier geht es ja um die, ja, früher hat man gesagt, die Avantgarde, nicht? Also für die aktuelle Medienkunst und Medienkultur. Und wir werden heute das betrachten in Bezug auf die Filmkunst und die Filmkultur der späten 60er und frühen 70er Jahre, schwerpunktmäßig. Nicht? Die
Filmreihe wird auch unterstützt von der Georg Fricker Stiftung, das möchte ich nochmal betonen, weil ich habe meine Kinolehrjahre auch in der Schauburg bei Georg Fricker gemacht, deswegen bin ich auch besonders froh. In diesem Jahr ist er jetzt seit 10 Jahren gestorben und das haben wir auch eine kleine Erinnerung gemacht bei der Kubrick-Aufführung hier. Hier möchte ich auch nochmal daran erinnern, es war ein ganz großartiger Mensch und ein ziemlich einmaliger Kinobetreiber. Wenn die Schauburg heute ein Markenzeichen für Karlsruhe geworden ist, dann lag das an Georg. Ja, besonderen Dank noch natürlich an das ZKM, Peter Weibel, Wolfgang Knapp und das ganze Eventteam. Hinten die Technik, die uns unterstützt immer, das ist hier perfekt. So was Schönes sind wir von der Uni gar nicht gewöhnt. Und natürlich auch von der Uni, vom KIT, ein ganz besonders herzliches Dankeschön an Caroline Robertson von Trotha, die seit über einem Jahrzehnt schon meine Veranstaltungen grundsätzlich immer wunderbar unterstützt hat. Und dafür möchte ich ihr auch mal ganz herzlich danken. Heute ist auch da Jens Görisch, der Geschäftsführer des ZAK, und ihm und dem ZAK und dem AWWK-Team auch ein herzliches Dankeschön. Und dann natürlich auch an Herbert Born und die Schauburg, dass er seit jetzt schon zum 15. Mal diese aufwendige Reihe mitveranstaltet. Das ist für ein Kino, das ja eigentlich kommerziell auch überleben muss, nicht selbstverständlich. Wir haben in dieser Filmreihe ja, das können Sie im Programm nachlesen, so einen kleinen Bogen geschlagen von den Jahren 1966 bis 78, also ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt abgedeckt. Das hängt auch damit zusammen, dass wir von Romero den Film Dawn of the Dead und nicht den ersten genommen haben. Die sind beide sehr schwer zu kriegen, deswegen etwas länger. Aber die Grundidee war, etwa das Jahr um 1968 so mit einem runden Jahrzehnt abzudecken. Ob es ein Jahr früher oder später ist, ist nicht ganz so wichtig. Aber es ist nicht zufällig, dass wir mit dem Jahr 1966 anfangen. Man hätte das auch noch weiter nach hinten ausdehnen können, die Filmreihe. Warum 1966 der Anfang ist und dazu dann gleich noch was im weiteren Verlauf. Diese Filmreihe, die sehen Sie, das verteilt sich hier zeitlich ziemlich konzentriert natürlich auf diese Jahre, diese Reihe, die ich jetzt hier mal chronologisch aufgemacht habe. 2001 haben wir auch noch dabei gehabt, musste ja natürlich dabei sein. Und wir haben zum Beispiel den ersten Film von Alexander Kluge dabei gehabt, Abschied von gestern. Wir haben dabei gehabt von Jean-Luc Godard, Weekend, ohne Kluge und ohne Godard geht so eine Reihe überhaupt nicht. Und dann vielleicht für viele überraschend auch Sergio Leone. Warum der so wichtig ist, dazu werde ich Ihnen auch noch was erzählen. Polanski selbstverständlich, auch als Vertreter der polnischen Neuen Wellen, der ja dann eine Odyssee Richtung USA und wieder nach Frankreich zurück hinter sich hat. Und dann haben wir diese schöne Sonderveranstaltung gemacht mit dem Film 2001. Falls Sie den versäumt haben, diese beiden Termine, das ist ja eine ganz neue 70mm Filmkopie, da gibt es noch eine Chance für Sie. Es wird demnächst nochmal dieselbe restaurierte Filmkopie aus Cannes nochmal in die Schauburg kommen. Der Verleih gibt es nochmal dem Kino, weil die Veranstaltung so gut gelaufen ist. Also da haben Sie Glück, dass wir in Karlsruhe sind. Nicht? Können Sie also, falls Sie den Film nochmal sehen möchten, dann, ich habe leider die Termine nicht im Kopf, aber da haben Sie noch eine Chance. Nicht? Zur Sache Schätzchen, das musste auch dabei sein, und Easy Rider, die haben wir gehabt, und zuletzt jetzt Katzelmacher in unserer Reihe. Nachher geht es dann noch weiter, jetzt sind wir heute hier im ZKM bei diesem Bild, das Sie nachher wiederentdecken werden. Überlegen Sie mal, wo dieses schöne Hintergrundbild, wo das wohl herkommt. Ja, das ist ein ganz, ganz bekannter Film, zu dem ich nachher auch noch was sagen werde. Ja, das ewig Gestrige, nicht Schiller, das ewig Gestrige, nicht, was immer war und immer wiederkehrt und morgen gilt, weil es heute hat gegolten, das wollte man zu dieser Zeit nicht mehr akzeptieren und nicht mehr hinnehmen in allen Lebensbereichen, ja, im
ganz normalen Alltagsleben, im Kulturleben und natürlich in der Politik da schon gar nicht. Ja. Und das ewig Gestrige, das war in Deutschland natürlich besonders hartnäckig, weil es da ja noch das Erbe der Nazi-Vergangenheit war, das nur schlecht bewältigt war. Es waren ja viele Parteigenossen der Nazis immer noch in Amt und Würden, wie man da ja heute zugeben kann und darf. Damals war das eine Auseinandersetzung. Ne? Und wenn man dann sowas gesagt hat, ja, da sind ja noch diese alten Nazis, was hat man dann gehört? Geh doch noch drüben. Ja. Und die Zeiten haben wir zum Glück jetzt hinter uns. Was aber gut zu unserem Thema passt, ist dieses Wahlplakat aus dem Jahr 1957, Konrad Adenauer, keine Experimente. Das drückt so ein bisschen die Zeit aus und den Stil. Auch ein bisschen natürlich, was die Mehrheitsgesellschaft war. Denn mit diesem Slogan hat die CDU einmal in einem Wahl die absolute Mehrheit gewonnen, nicht? Wie Sie da an dieser kleinen Grafik auch noch sehen können. Aber Adenauers Zeit war am Ablauf, lief ab zu dieser Zeit und die Wandlungen waren deutlich. Der Reformstau in dieser Zeit war vielleicht auch deutlich. Aber ich will nicht allzu viel über die Politik sagen, das können Sie heute überall nachlesen und nachhören, ist Ihnen wohl bekannt. In dieser Zeit hat man sich dann anderen Parolen zugewandt, nicht denen des Wahlplakats, sondern denen, die an den Wänden von Paris standen während des Mai 68. L'imagination au pouvoir, die Vorstellungskraft, die Fantasie an die Macht. Nicht? Imagination, wenn man das mit Fantasie übersetzt, hat man das eine Fremdwort mit einem anderen im Deutschen übersetzt. Aber die Imagination, da steckt ja das lateinische Wort imago drin, das Bild, das Abbild. Ja? Also das bildliche Denken soll an die Macht kommen. Und da sind wir dann bei einem Medienphilosophen, der zu dieser Zeit auch angefangen hat, die Dinge zu schreiben, für die er dann in den 80er Jahren berühmt geworden ist, Wilhelm Flusser, der das Konzept der Techno-Imagination vertreten hat. Also diese Art von besonderer Vorstellungskraft, die der Mediengesellschaft, der massenmedialen Gesellschaft der Gegenwart angemessen ist. Und diese Techno-Imagination, wie Flusser ja festgestellt hat, ist etwas, was man erst sich erarbeiten muss. Wir haben ja auch die Filmsprache nicht sofort verstanden, als die Technik erfunden war. Genauso ist es auch mit der Techno-Imagination. Das dauert so 50, 100 Jahre. Die Künstler sind immer etwas schneller dabei, weil sie das ausprobieren. Und mit dem Verständnis der Philosophen, da dauert es immer länger. Die hinken dann hinternach. Das Publikum kriegt das dann eigentlich fast ganz natürlich mit. Also die Imagination und die Techno-Imagination, da sind wir dann schon bei der Postmoderne, das ist nämlich der Bogen, den ich heute schlagen möchte. Drei Thesen könnte man an den Anfang stellen und eine Frage. Die These, eine betrifft eine Grenzziehung, die man aus der Filmgenre-Diskussion kennt und auch aus der Abgrenzung von Hochkultur und Niederkultur, wenn man so will, ja, die ja obsolet geworden ist seit 68. Aber die Grenzen verschieben sich ja immer, deswegen ist das auch noch aktuell, nicht? Es ist ja so ein bisschen so das Gefühl immer noch da, das, was in Museen und Konzerthäusern und Theatern läuft, das ist mehr wert als das, was in Kinos läuft. Das ist natürlich Unsinn. Und das gibt natürlich auch schlechte Filme, genauso wie es schlechte Kunstwerke gibt, aber dass es die eine Kunstform der anderen überlegen ist, ist natürlich ein obsoleter Vorstellung, eine überwundene hoffentlich. Vielleicht noch nicht so ganz. Ne? Aber man kann da noch eins draufsetzen. Man kann sagen, Experimentalfilm und Kinofilm schließen sich nicht aus. Das ist unsere These. Und da ist natürlich schon etwas anderes mit im Spiel. Experimentalfilm, da sagt man ja immer, das ist so dass die Domäne der Künstler und am besten noch höchstens mal einiger besonderer Regisseure, die ab und zu mal ausnahmsweise einen Experimentalfilm machen, einen längeren. Und im Kinofilm sucht man normalerweise nicht nach Experimentalfilmen. Ich kann Ihnen da nur aus der Erfahrung der Filmgeschichte versichern, das ist völlig falsch. Und nur um einige Beispiele anzuführen, Hitchcock hat in jedem seiner Filme
ein neues Experiment mit der Technik gemacht und deswegen sind diese Filme auch heute noch so frisch. Oder schauen Sie in die 1920er Jahre, etwa nach Deutschland oder in die Sowjetunion, was es da an Kinofilmen, was da an Kinofilmen produziert wurde, das galt damals auch als Avantgarde. Ja, und wurde auch im Zusammenhang mit der Avantgarde gehandelt. Ich möchte das jetzt erweitern, diese schon relativ vertraute Vorstellung aus den 20er Jahren, erweitern auf die 60er, 70er und 80er Jahre. Auch da gibt es filmische Experimente, die im Kinofilm, eben im Massenmedium, im kommerziellen Medium und nicht nur im Museum, wo man das von Künstlervideos her ja selbstverständlich akzeptiert hat. Die zweite These, die Jahre um 68 waren besonders experimentierfreudig, deswegen eignen sie sich auch zur Unterstützung der ersten These natürlich sehr gut, und filmästhetisch hoch innovativ. Und das wurde allgemein angeregt von einem sehr regen und zum Teil auch aufgeregten politischen, sozialen und kulturellen Klima. Zum anderen aber auch schon vorangelegt, nicht nur von den Jahren um 68, sondern auch von den Innovationsschüben der neuen Wellen im Film. Das ist eine besondere Epoche der Kinogeschichte, zu der ich gleich noch was erzählen werde. Und die dritte These: aus der politischen Desillusionierung nach 68 entsteht dann in den 80er Jahren im Kinofilm die Postmoderne. Das werde ich heute nicht endgültig beweisen können, aber ich möchte den Gedanken mal wenigstens in den Raum stellen. Das ist im Titel dieser Veranstaltung ja der Bogen von den neuen Wellen zur Postmoderne. Und wie das immer so ist bei solchen Epochenfestlegungen, da sind ein paar immer schneller und ein bisschen früher dran als andere, als der Mainstream. Und deswegen kann man auch schon einige besonders illusionsresistente Filmkünstler Ende der 60er antreffen, die Vorläufer der sogenannten Postmoderne geworden sind, namentlich Godard, Kubrick, aber auch Sergio Leone. Und einige, die schon länger im Geschäft waren, wie Orson Welles, die schaffen sogar auch noch den Bogen dann. Ja, und das vierte wird eine Frage sein, mit der ich dann abschließen möchte. Wir werden schauen, ob wir da ein bisschen näher gekommen sind. Was wird eigentlich aus der Moderne beziehungsweise aus der Postmoderne? Haben wir es heute mit dem Traum oder mit dem Albtraum der Vernunft zu tun? Dazu wird uns Goya noch ein bisschen helfen mit seiner bekannten Grafik. Ich habe das gegliedert in 7 Punkte und ich muss mich beeilen. Ich habe leider keine Uhr dabei, deswegen muss ich immer mal wieder hier gucken, dass ich in der Zeit bleibe. Ich habe das gegliedert in einen kurzen, knappen filmgeschichtliche Übersicht mit einer Grafik, die Sie sich anschauen können. Ich werde dann einen ganz, ganz knappen Abriss über den Experimentalfilm Ihnen geben, hauptsächlich nur mündlich, ohne viele Beispiele, weil das den Rahmen sprengen würde. Ich werde Ihnen dann auch kurz übersichtshalber einige Bilder zu den neuen Wellen zeigen, dazu auch relativ, eigentlich keine Filmbeispiele, sondern nur so ein bisschen die Übersicht, was hat man überhaupt unter den neuen Wellen zu verstehen. Nicht, wenn Sie Filmgeschichte betreiben, ist Ihnen das sofort klar, aber ich denke, viele von Ihnen sind bei der Filmgeschichte jetzt nicht so fit, wie ich das sein muss. Ja. Und deswegen dann noch eine kurze Erläuterung. Dann schauen wir uns die Jahre um 68 an und werden dann schwerpunktmäßig, deswegen ist es ja ein Filmexploratorium, uns dann viele Beispiele zu Filmexperimenten der 68er anschauen. Dafür habe ich hier diesen Gabentisch aufgebaut mit den ganzen DVDs, von denen ich Ihnen hoffentlich viele zeigen kann. Und wenn wir das uns angeschaut haben, sind wir dann fit, um den Bogen zur Postmoderne zu schlagen. Und ich werde Ihnen überhaupt mal auch versuchen zu erläutern, was mit diesem eigentlich nichtssagenden Begriff gemeint ist. Denn Postmoderne ist eigentlich eine Nullformel. Nicht? Wenn man das wörtlich übernimmt, heißt es nach der Gegenwart. Und wann ist das nicht? Also das ist schon in 2 Stunden, wenn Sie hier wieder rausgehen, dann sind Sie auch schon wieder postmodern. Nicht? Aber was bedeutet das, dieser Begriff der Postmoderne in der Filmgeschichte und natürlich auch ein bisschen in der Philosophie? Die werde ich gar nicht groß erläutern, sondern mich auf, das,
auf den filmischen Aspekt beschränken, denn das andere würde auch wieder den Rahmen sprengen. Und am Ende dann ein kurzer filmischer Ausblick, was die Zukunft betrifft. Schauen wir uns das Erste an, die Filmgeschichte. Die Übersicht ist relativ einfach. Ich kam irgendwann mal auf die Idee, dass man da diese Wölkchen machen kann, nicht? Also diese Mengen, die sich überschneiden, so ist das eben mit Epochenabgrenzungen. Das lässt sich oft nicht so sauber machen. Es gibt immer Vorläufer und Nachzügler. Und das darf man dabei nicht vergessen. Es ist nicht so, wenn wir sagen, beispielsweise 1959 gibt es den ersten Film der Nouvelle Vague, dass das jetzt der Stichtag für die neuen Wellen wäre. Es gab auch Vorläufer. Und grundsätzlich sollte man mal diese verschiedenen Epochen unterscheiden. Das eine ist das Early Cinema, das war hochexperimentell. Das wäre auch ganz reizvoll, Ihnen zu sagen, dass eigentlich mit der Erfindung der Technik sofort der Experimentalfilm einsetzt. Ne? Denn die Künstler fangen dann an, mit dieser neuen, ihnen noch fremden Technik und dem Publikum auch noch neuen Technik einfach eifrig rumzuexperimentieren. Und dann kommt diese Epoche des sogenannten klassischen Kinofilms, etwa ab 1915, Schlüsselfilm Birth of a Nation in Griffith, ein abendfüllender Film, da ändert sich dann das ganze Filmgewerbe. Ich will es auch hier nur andeuten, könnte man jetzt sehr ausführlich machen. Man könnte hier den klassischen Kinofilm sogar nochmal in zwei sehr entscheidende Phasen unterteilen, und zwar in den klassischen Stummfilm und den klassischen Tonfilm, denn das sind eigentlich zwei völlig verschiedene Kunstgattungen, Stummfilm und Tonfilm. Das ist zwar beides Film und bewegte Bilder, aber Stummfilm und Tonfilm, der Unterschied ist größer als der zwischen Kinofilm und Fernsehen eigentlich. Ja, und dann kommt nach dem Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen Gründen die Epoche des nachklassischen Films und der neuen Wellen. Das ist fast gleichzeitig, ist aber in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Dazu sage ich dann gleich was, wenn wir zu den neuen Wellen kommen. Und mit den neuen Wellen setzt dann auch schon diese Bewegung hin zur Postmoderne ein. Und was wir heute erleben, ist eigentlich nicht mehr der postmoderne Film. Wir haben zwar noch Filmkünstler, die sich als Erben der Postmoderne verstehen, die von Anfang an dabei waren, dazu nachher noch ein bisschen was. Aber was wir heute eigentlich in der Filmgeschichte vorherrschend erleben, das ist das sogenannte Blockbuster-Kino, nicht? Das, womit das Geld verdient wird und womit das Kinogewerbe die Maschine am Laufen hält. Also interessanterweise sind diese beiden Entwicklungen deckungsgleich gewesen, also das hochkünstlerisch und philosophisch anspruchsvolle postmoderne Kino und das Massenmedium des Blockbuster-Kinos kommen etwa gleichzeitig. Das also sind in etwa die Epochen der Filmgeschichte, die Sie in den meisten Filmgeschichtsbüchern auch mit Nuancen nachlesen können. Kommen wir gleich zum zweiten Punkt, zum Abriss über den Experimentalfilm. Dazu sage ich Ihnen jetzt nur was. Ich erspare mir oder muss mir das leider ersparen, Ihnen ein Beispiel zu geben und habe hier leider auch erstmal keine Folien. Wir kommen dann in der zweiten Auflage dieser Präsentation dran. Der Experimentalfilm hat eine lange Geschichte und ich habe ja schon verschiedentlich hier Veranstaltungen gemacht, weil das ZKM mich irgendwie so inspiriert, dazu was zu machen. Das erste war eine Veranstaltung über die deutsch-französischen Filmbeziehungen, Dada Paris Berlin. Hatten wir hier eine schöne Veranstaltung über die Avantgarde der klassischen 20er Jahre. Das waren Experimentalfilme, die wir hier zum Teil ganz gesehen haben und diskutiert haben. Und zum anderen hatte ich auch mal eine Veranstaltung gemacht über Alfred Hitchcock als Experimentalfilmer. Und diese beiden sind so Marksteine natürlich auch dessen, was man zum Experimentalfilm sagen kann. Ich hatte schon angedeutet, das frühe Kino, das Early Cinema, da sind die Erfinder der Technik auch noch die ersten Filmemacher, und die fangen natürlich an, erstmal diese filmischen Mittel auszureizen. Da ist schon so viel Experimentelles entstanden, dass ich Ihnen nur warm empfehlen kann, wann immer Sie Gelegenheit haben, Filme aus den Jahren von ab 1895 anzuschauen. Nützen Sie diese Gelegenheit. Da sind hochexperimentelle Dinge dabei, vor allem aus Großbritannien. Da gab es so eine Schule, die Brighton School der Filmemacher. Die haben wunderbare Sachen gemacht. Wenn Sie mal die Gelegenheit haben, sich das anzuschauen, tun Sie das.
Aber dann kommt die zweite Phase, da sind wir schon näher an dem, also ich wollte nur sagen, wenn man Experimentalfilm diskutiert, dann darf man diesen Aspekt der Entwicklung der Kunst aus Technik als experimentelles Stadium der Entwicklung der Kunst nicht übersehen. Das wird in den meisten Büchern über Experimentalfilm gar nicht so gesehen, aber wenn man den Überblick hat, drängt sich einem das auf. Es kommt dann die nächste Phase der Entwicklung, der künstlerischen Entwicklung, die man dann eher bereit ist, als Experimentalfilm auch anzuschauen, im breiten Sinne. Dann nämlich, ich sage es jetzt mal ganz grob, wenn man die Gebrauchsanweisungen für den Apparat hat und wenn Künstler auf die Idee kommen, gegen diese Gebrauchsanweisung zu verstoßen. Ja, was anderes zu machen. Gabriela Lang ist heute hier unter uns, die weiß genau, wovon ich da rede. Man macht künstlerisch etwas Neues und man probiert einfach was aus, was nicht in der Gebrauchsanweisung der technischen Apparate drinsteckt oder auch nicht in den Konventionen der Kunstgattung drinsteckt. Man probiert einfach mal was aus. Und da sind wir dann bei der Phase des Experimentalfilms, die gekennzeichnet ist von dem, was wir heute so die klassische Moderne nennen. Das sind die 20er Jahre, nicht die 1920er Jahre. Das sind zunächst die Futuristen in Italien, dann die Dada-Bewegung, die weltweit aktiv ist in New York, in Zürich, in Paris und in Berlin, etwa in dieser Reihenfolge. Dann wird sie abgelöst, die Dada-Bewegung, beziehungsweise die Dada-Bewegten, die Dada-Künstler, die gehen über zu den Surrealisten, das ist die zweite große, wichtige Welle. Und in diesem Zusammenhang einfach ein paar Namen, Hans Richter, die Rhythmusfilme, Viking Egeling, die Diagonalsinfonie 1924, dann Man Ray, ein schöner Film, Le Retour à la Raison, den er in Paris gemacht hat, amerikanischer Künstler in Paris, 1923 schon. Von Duchamp, ein ultimativer Experimentalfilm namens Anemic Cinema, 1926. Ein Gemeinschaftswerk der Dada-Bewegung, René Clair, Francis Picabia, Eric Satie, Entr'acte, ein wunderbarer Experimentalfilm von 1924 mit Musikbegleitung von Erik Satie. Und genauso anregend natürlich das Gemeinschaftswerk von Fernand Léger, einem französischen Künstler, Dudley Murphy, einem amerikanischen Filmemacher, und dem Komponisten Georges Antheil, das Ballett Mécanique, auch von 1924. Und dann natürlich Fischinger, den Sie hier im ZKM ja schon öfter mal sehen konnten in Ausstellungen, und natürlich Un Chien Andalou, der andalusische Hund von Buñuel und Dalí von 1929, dann ist der Übergang zum Surrealismus. Aber es waren nicht nur die Künstler und nicht nur die Avantgarde dieser Zeit, die damals Filmexperimente gemacht haben. Ich möchte Ihnen mal einige Filme oder Filmtitel und Filmemacher aus dem ganz normalen Kinofilmbereich nennen. Das ist einmal Wiene mit Das Kabinett des Dr. Caligari von 1920, ein Film, den man mit dem Filmexpressionismus immer in Verbindung bringt, Geburtsstunde des Filmexpressionismus in Deutschland. Und dann aber auch die sowjetischen Montagetheoretiker, die damals noch nicht ahnen, in welche Richtung sich das Sowjetsystem entwickeln wird. Stalin steht vor der Tür, aber da ist das Sowjetsystem noch von einer hohen Experimentierfreude gekennzeichnet, nicht von sozialistischem Realismus. Und da sind dann besonders zu nennen Sergei Eisenstein, Panzerkreuzer Potjomkin von 1925 und Sigar Vertov, der Mann mit der Kamera von 1929. Das sind zwei Filme, die auch als Avantgarde und als Experimentalfilme im Künstlerbereich genauso galten wie im Kinobereich, eben als abendfüllende Filme gezeigt worden sind. Und dann darf man nicht vergessen auch das deutsche Kino der 20er Jahre, Murnau, Nosferatu oder Faust
oder Georg oder Papst mit Geheimnisse einer Seele, mit einer tollen Traumszene, die sehr experimentell angelegt ist, nicht Faust natürlich, diese ganzen Zauberszenen, die da vorkommen, eignen sich wunderbar für Filmexperimente. Und Fritz Lang selbstverständlich, nicht, der das einbaut in seine Spielfilme. In jedem Spielfilm von Fritz Lang werden Sie auch Filmexperimente sehen. Ist es jetzt Dr. Mabuse oder ist es das deutsche Literaturwerk Die Nibelungen, nicht, das er mit Filmexperimenten dann versieht, oder sein Science-Fiction-Film Metropolis. Egal zu welcher Zeit der Film spielt, Fritz Lang, genauso wie Hitchcock, der von Lang sehr, sehr viel gelernt hat, ist ein hochexperimenteller Filmemacher. So, ich will jetzt nur schnell pauschal noch erwähnen, die Experimentalfilme dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist dann sind dann die Vereinigten Staaten führend, klar. In Europa ist durch den Krieg sehr viel unterbrochen. In den Vereinigten Staaten ist diese Zäsur des Krieges so im künstlerischen Bereich nicht zu spüren. Wenn wir zum Beispiel Maya Deren nehmen oder Norman McLaren, ein schottisch-kanadischer Künstler, Jonas Mekas, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA emigriert, oder Stan Brakhage. Das sind Filmexperimente. Ich habe Ihnen mal etwas mitgebracht von Andy Warhol, das in die Zeit passt, als einziges Beispiel. In Europa dann ist natürlich erwähnenswert vor allem Österreich, da wir ja hier im Haus von Peter Weibel sind, ja, neben ihm, der ja schon sehr früh im Fernsehbereich und mit Video Experimentalfilme macht, die noch von ungebrochener Aktualität sind, gibt es in Österreich eine ganze Reihe von Filmemachern, Peter Kubelka, Kurt Krenn, Wally Export natürlich, mit der Peter Weibel ja eng zusammenarbeitet auch. Und dann gibt es auch noch eine ganz andere Gattung, die dann in der Postmoderne kommt. Das sind die sogenannten Künstlerfilme, die möchte ich jetzt abschließend erwähnen, ehe wir zu Warhol uns anschauen und zu den neuen Wellen kommen. Die sogenannten Künstlerfilme sind Kinofilme von Künstlern. Es sind nicht unbedingt Filme über Künstler. Einer, für den das beides gilt, das ist zum Beispiel von Julian Schnabel der Film Basquiat von 1996. Nicht? Also es ist also der Film eines Künstlers, der aus einer anderen Kunstgattung kommt als dem Film, nämlich aus der bildenden Kunst, über einen anderen Künstler, der auch aus dem bildenden Kunstbereich kommt. Das ist schon fast ein Grenzfall. Ich habe mal mit Peter Weibel eine sehr schöne Filmreihe kuratiert in der Schauburg. Das war zu den Europäischen Kulturtagen 2000. Das ist leider von der Stadt Karlsruhe in keinster Weise dokumentiert worden. Eine schöne, ich muss das mal rekonstruieren. Das nannte sich Artists Go Cinema. Und da waren dann zum Beispiel Filme dabei wie Eraserhead von David Lynch oder Greenaway oder ein Film von Wally Export oder aber auch Johnny Mnemonic von Robert Longo. Ja, das ist ein Film, der die Matrix-Thematik aufnimmt, nicht? Also der Spielfilm eines bildenden Künstlers. Solche Dinge sind natürlich auch sehr interessant, die kommen dann in der Postmoderne auf. So, aber jetzt zeige ich Ihnen mal ein bisschen was von Andy Warhol, ein Film von 1966 zum Abschluss dieses Experimentalfilm-Blocks. 1966, da sind wir schon in unserem Zeitrahmen gelandet, und es ist ein Film über Velvet Underground. Ja, es ist ein ganz originelles Produkt. Das ist im Februar 66 entstanden. Paul Morrissey hat die Kamera gehalten, Warhol hat Regie geführt und war Produzent. Und dann sehen wir Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison und Nico natürlich bei der Probe, aber nicht im Originalton, sondern der ist nachsynchronisiert. Also es ist halt ein Experimentalfilm. Und es gibt noch Überraschungsgäste in Warhols Factory. Da habe ich Ihnen den Ausschnitt passenderweise schon so vorbereitet. Jetzt schauen wir mal, dass das läuft.
Ja, und da sind die Überraschungsgäste. Die den etwas zu lauten Ton runterregulieren. Das New York Police Department hat hier eingegriffen, von Nachbarn alarmiert. Ja, und da sehen Sie Velvet Underground, das war eine Probe, bevor sie ihre erste Tonträger rausgegeben haben. Und einige dieser Kamerabewegungen werden Sie bei Dennis Hopper wiederfinden, in Easy Rider, dieses Hin- und Zurückzoomen, ja, an bestimmten Stellen, nicht so ausgiebig wie hier. Das verdankt man dem sehr experimentierfreudigen Kameramann von Dennis Hopper, Laszlo Kovács, ein ungarischer Emigrant, ein Flüchtling vor der Niederschlagung der ungarischen Revolution, nicht, in den USA. Sie haben gesehen, das ist also eine suchende Bewegung, das gehört eben auch zu einem Experimentalfilm dazu, dass man die Ausdrucksmittel erstmal sucht. Aber man muss sagen, wenn man ihn anschaut, die gehen mit der Kamera eigentlich schon sehr, sehr clever um, da merkt man eben, dass Künstler am Werk sind. Nicht? Ich will jetzt nicht näher dazu eingehen, ich wollte Ihnen das nur als kleinen Beispiel zeigen, dass das diese Sektion des Vortrags hier nicht ganz ohne Beispiel geblieben ist. Kommen wir zu den neuen, nee, Moment, jetzt, ja, jetzt kommen wir zu den neuen Wellen gleich. Und muss mal hier die DVD dann gleich wechseln. Ah, falsch. So, die neuen Wellen sind eine globale filmische Bewegung. Deswegen haben sie auch ihren Platz gefunden in dieser großen filmgeschichtlichen Übersicht am Anfang. Wenn es nur die französische Nouvelle Vague gewesen wäre, wäre das eine regionale Besonderheit geblieben. Nicht? Aber die französische Nouvelle Vague hat auch eine andere neue Welle als Vorbild. Hier haben Sie ja nochmal diese Übersicht. Und wir schauen jetzt mal diese Epoche da nach dem Zweiten Weltkrieg etwas genauer an. Nachklassischer Film, Studiokrise, neue Wellen und was daraus entsteht. Wir haben hier bestimmte Entstehungsvoraussetzungen. Das vielleicht Wichtigste ist natürlich die Erfahrung der Gräuel des Zweiten Weltkriegs, Holocaust und Hiroshima, die dann zum einen die Traumatisierung durch die Nazi-Herrschaft in Deutschland natürlich und in ganz Europa zur Folge haben und zum anderen aber dann auch gleich übergangslos nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem heißen, in den Kalten Weltkrieg übergehen mit den Folgekriegen der Dekolonisierung, vor allem Vietnam, nicht der Erste und Zweite Vietnamkrieg. Verbunden mit etwas, was nach einem solchen brutalen Ereignis wie dem Zweiten Weltkrieg, dem ja schon ein Erster Weltkrieg vorangegangen war, nicht ohne eine besondere Wandlungen in den sozialen Werten vonstatten gehen kann, das ist ganz klar. Von daher ist die Kluft zwischen der Generation, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben und denen, die dann noch jung zurückkommen oder die erst den Krieg nicht mitgemacht haben und das Glück hatten, danach aufzuwachsen, da ist diese Kluft natürlich besonders groß. Das ist gar kein Wunder. Die Lebenserfahrungen fangen an, radikal auseinanderzuklaffen und das Ganze natürlich von der politischen, sozialen und ökonomischen Bewegung und auch von der kulturellen Entwicklung ist da natürlich noch verschärft das der Fall. Es wird immer so gesagt, diese Studiokrise, die es nach dem Zweiten Weltkrieg war, die ist durch das Fernsehen ausgelöst. Da muss ich ausnahmsweise mal das Fernsehen in Schutz nehmen. Der eigentliche Anlass der Studiokrise war ein Gerichtsurteil. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat in einem Antitrust-Verfahren gegen
Paramount in einem Musterprozess entschieden, sodass also diese großen Studios jetzt ihre Filmketten abstoßen mussten. Das war jetzt nicht mehr möglich, dass die hatten ja da im Prinzip immer die sichere Absatzmöglichkeit für ihre Produkte, egal was sie produziert haben. Es waren da bestimmte Praktiken im Gange, die ich jetzt gar nicht näher eingehen möchte. Aber dieses Antitrust-Urteil, das hat natürlich dann diesem Studiosystem erstmal einen finanziellen, starken finanziellen und ökonomischen, generell ökonomischen Schlag versetzt. Fernsehproblematik kam dann noch dazu und natürlich auch das Abwandern der Bevölkerung aus den Städten in Vorstädte. Auch das hat natürlich den Kinobetrieb dann beeinträchtigt. Diese Krise des amerikanischen, des übermächtigen US-amerikanischen Kinos, also die Hollywood-Krise, hat eigentlich erst den europäischen Kinos den ökonomischen Raum, den ökonomischen Spielraum verschaffen, nach der totalen Vernichtung wieder einen großen Aufschwung zu nehmen. Und interessanterweise sind die Italiener da vorneweg gewesen. Dazu sage ich Ihnen dann noch was. Aber dieses ganze System der Studiokrise, das hat noch einen anderen Aspekt, und das ist der sogenannte Production Code oder der berühmte Hays Code, ein Zensurinstrument, ein Instrument der Selbstzensur, das es den Filmstudios verboten hat, bestimmte Inhalte wie Sex oder Gewalt in einem Maß zu zeigen, dass die katholische Kirche oder die anderen Kirchen auch gestört hätte. Ja, also es ist ein Moralcode, ein sehr enger Moralcode, der dann auch noch dem Hollywood-Kino zu schaffen macht. Die Europäer sind nicht an solche engen Moralcodes wie die aus den 30er Jahren der USA gebunden und machen da also dann nochmal verschärfte Konkurrenz. Und das wird erst typischerweise im Jahr 1968 beendet, dieses Zensursystem, weil es dann nicht mehr zu halten ist. Und auch insofern ist das Jahr 1968 natürlich ganz unabhängig von den sonstigen politischen, sozialen, kulturellen Entwicklungen, auch deswegen die Geburtsstunde des New Hollywood in den USA, weil die jetzt freie Dinge machen können. Das sind hier so diese Vorschriften, diese Zensurvorschriften, alles, was sie da nicht machen dürfen. Ich werde gar nicht jetzt näher drauf eingehen, nicht? Das würde hier zu weit führen. Es ist ein sehr enges Zensursystem. Das können Sie überall unter dem Stichwort Hays Code nachlesen. Sie müssen natürlich auf englischen Webseiten suchen. Deutsch ist da ein bisschen schwierig. Und diese Selbstzensur wird dann durch das Rating-System abgelöst, also so ein Alterssystem, wie wir es ja auch in Deutschland von der freiwilligen Selbstkontrolle FSK kennen, nicht? Das ja immer übergroß hier auf jedem DVD-Cover jetzt prangt, nicht? Ein so übertrieben Deutsch, wie man das halt leider bei uns macht. Und derjenige, der das in Gang setzt, der also diese Selbstzensursysteme ändert, das ist der sehr einflussreiche Vorsitzende der Motion Pictures Association of America. Der Präsident ist Jack Valenti, ein Parteigänger und enger Mitarbeiter von Johnson. Hier sehen Sie ihn bei der Vereidigung von Johnson am Tag, als Kennedy in Dallas ermordet wurde, rot umrandet. Das ist Jack Valenti. Johnson hat ihn dann als Berater aus dem Weißen Haus gehen lassen, obwohl er ihn sehr schätzte, und ihn nach Hollywood als Chef des Hollywood-Verbandes, MPAA, dann ziehen lassen. Und der hat sich in den letzten Amtsjahren sehr lange im Amt geblieben, bis 2004, hat er sich dann noch als Pro-Copyright-Lobbyist hervorgetan. Also ja, auch nicht unbedingt eine Lichtgestalt. Er hat zwar das Zensursystem reformiert, aber bei der Copyright-Reform hat er versagt, wenn man so will. Ne? Ja, das hat dann, ich werde auch hier diese Detailgeschichten nicht, ein Schlüsselfilm für Valenti war übrigens der eines Italieners, Antonionis Blow Up, der gegen alles verstoßen hat, was man
dem Hays Production Code finden könnte. Wir sehen hier in unserer Reihe den nächsten Film von Antonioni, von dem ich Ihnen auch heute ein paar Beispiele mitgebracht habe. Aber dieses Blow-up-Problem war dann der Auslöser, nicht ein Film, der 1966 in die Kinos kam, in Europa, in Großbritannien, war dann der Auslöser, dass dieses amerikanische System endlich zu reformieren, also ein Anstoß aus Europa, der zu einer Hollywood-Reform geführt hat. So, kommen wir zurück zu unseren Wolken und jetzt speziell zu den neuen Wellen. Ich muss immer mal auf die Uhr schauen, dass ich hier ein bisschen in der Zeit bleibe, schon arg hier am Limit. Diese neuen Wellen sind also, wie gesagt, befördert durch die Hollywood-Studio-Krise. Zunächst aber hat sich unabhängig davon auch in Italien der Vorläufer dieser neuen Wellen rausgearbeitet. Das war der Neorealismus ab 1945 bereits. Das ging in Italien deswegen so schnell und problemlos, weil Mussolini bei allen Nachteilen auch etwas Gutes getan hat, nämlich eine Filmschule zu errichten und Cinecittà aufzubauen, also die großen Studios. Und im Zusammenhang mit Cinecittà, diesem großen Studiostadt bei Rom, auch eine Filmschule einzurichten, an der übrigens Rudolf Arnheim, der als Jude vor den Nazis fliehen musste, zeitweilig Unterschlupf gefunden hat, ehe die italienischen Faschisten da auch gegenüber den Juden restriktiver wurden. Dann ist Arnheim nach London weitergezogen. Aber diese Filmschule hat also den Anstoß gegeben für eine junge Generation von Filmemachern, die da schon zur Schule gegangen sind, als eben noch der Faschismus an der Macht war, auch ganz andere Ideen zu entwickeln und sich vom Mainstream zu entfernen. Das waren die Regisseure des Neorealismus ab 1945. Und das hat natürlich alles politische Voraussetzungen, die habe ich Ihnen hier mal links in Blau hingeschrieben. Das ist natürlich die Befreiung, nicht, vom Faschismus 1945, die das erst möglich macht, dass diese jungen Leute, die dann bisher zur Schule gegangen sind, eigene Filme machen konnten. Eine Ausnahme gibt es, das ist Visconti, der hat es schon unter Mussolini geschafft, einen relativ freien und Film zu machen. Die weiteren Voraussetzungen für die anderen neuen Wellen, Sie sehen, das gibt es in verschiedenen Ländern. Die nächste, die dran sind, das ist Polen, überraschenderweise, von dem wir ja nicht so viel wissen eigentlich von neuen Wellen. Aber ab 1954 setzt sich da die polnische Filmschule durch in Lodz. Und da ist natürlich Voraussetzung die Destalinisierung nach Stalins Tod 1953, dass man also da etwas freier künstlerisch arbeiten konnte. Als nächstes kommt dann in Frankreich die Nouvelle Vague, das ist dann die eigentlich erste neue Welle dem Namen nach, die aber Vorläufer, wie gesagt, und auch Vorbilder besonders im italienischen Neorealismus hatte. Übrigens auch die polnische Filmschule beruft sich auf den Neorealismus, genauso wie dann später die tschechoslowakische neue Welle. Das war für alle das gemeinsame Vorbild. Und in Frankreich waren da natürlich maßgebend auch die Krise der Vierten Republik und dann die Etablierung der Fünften durch de Gaulle im Zusammenhang mit der Algerienkrise, also ein Dekolonisierungskrieg, unter dem Frankreich sehr stark zu leiden hatte. Und natürlich auch mit entsprechenden Verwerfungen innerhalb des Kulturbetriebs. Dann kommt vor dem Prager Frühling 1968, der das dann erstickt, die tschechoslowakische neue Welle, damals also noch Tschechoslowakei. Und einige dieser Künstler aus Polen und aus der Tschechoslowakei, die werden dann nach dem Prager Frühling spätestens emigrieren. Einige sind schon früher emigriert. Polanski zum Beispiel, der hat bei der Partei keine Billigung gefunden und ist dann schon 1964 aus Polen nach London zunächst gegangen. Und der bekannteste Name der tschechoslowakischen Neuen Welle, Miloš Forman, der Regisseur von Einer flog über das Kuckucksnest oder von Amadeus. Oder ist dann nach 68 auch in die USA emigriert, hat zwei Oscars da gekriegt. Dann kommt nach Adenauer
1963 ist ja die Adenauer-Ära vorbei, da ist dann Luft für den neuen deutschen Film und nach der Beendigung des Hays Codes kommt dann New Hollywood als Nachzügler, interessanterweise. Nicht? Also wenn man sich einbildet, die USA sind immer der Zeit voraus, in diesem Fall waren sie es nicht, weil natürlich das Studiosystem, das Hollywood-Studiosystem ja an und für sich sehr stark dort war und der Reformbedarf ist dann erst dann später so zum Zuge dann gekommen ist. Es gibt dann noch andere Filmkulturen, die auch mit dem Begriff der neuen Welle operieren, die aber in diesen Zusammenhang nicht mehr reingehören. Ich will hier nur erwähnen, etwas, was uns im nächsten Semester auch in der Traumfabrik dann stärker beschäftigen wird, die Hongkong New Wave, die zwei verschiedenen New Waves des Hongkong-Kinos, die kommen dann eigentlich erst zur Zeit des postmodernen Films. So, Sie haben also jetzt ein wenig mal eine internationale Übersicht über die neuen Wellen in Italien. Wie gesagt, fängt das an. Ich werde das jetzt mal weitgehend hier überspringen. Der große Vorläufer, das ist Luchino Visconti mit dem Film Ossessione nach The Postman Always Rings Twice, nicht? Also eine Literaturverfilmung in faschistischen Italien. Dann die eigentliche Geburtsstunde des Neorealismus nach der Befreiung, das ist Roberto Rossellini, der wichtigste Regisseur dieser Zeit, 1945 Rom, offene Stadt, Roma Città Aperta. Ne? 1945 die Geburtsstunde des Neorealismus, begünstigt von Drehbuchautoren, von Filmschulen, von Zeitschriften, die es damals schon gab und an die man dann einfach nach der Befreiung anknüpfen konnte unter neuen Vorzeichen, also sehr wichtig. Und mit einigen wichtigen Namen neben Rossellini, der an erster Stelle kommt, ist dann Vittorio De Sica zu nennen, Giuseppe De Santis, Luchino Visconti, der schon vorher einen Film gemacht hat und dann einige andere noch, aber die wichtigsten sind diese drei Erstgenannten hier, nicht, die dann diese Schlüsselfilme machen. Können wir gar nicht näher darauf eingehen. Diese besondere Blüte der italienischen Filmkultur hat dann zur Folge, dass zu der Zeit, als es aufgrund politischer Wandlungen, namentlich ein christdemokratischer Politiker namens Andreotti, der da die Filmförderrichtlinien verändert und die Finanzierung von neorealistischen Filmen unmöglich macht, dass es dann eine neue Generation des Neorealismus gibt, die nicht mehr zum Neorealismus im engen Sinne dazugehören, aber davon ausgehen, künstlerisch davon ausgehen und deren erste Filme allesamt neorealistisch geprägt sind. Da wären zu nennen Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, den Sie ganz bestimmt kennen, nicht der bekannteste moderne Regisseur, und natürlich auch Pasolini. Alle haben sie mit neorealistischen Filmen angefangen. Das ist die zweite Generation. Und dann kommt die Welle der Italo-Western und der Italo-Western-Regisseure, zum Beispiel die beiden Sergios, Leone und Corbucci. Das ist so ein bisschen das italienische, das besonders reiche italienische Kino. Von dem Neorealismus ist dann die französische Nouvelle Vague stark inspiriert. Godard geht als Regieassistent nach Italien zu Rossellini, um da das Handwerk zu lernen, neben seinen Kritikern. Der Ausdruck Nouvelle Vague übrigens, der stammt nicht aus dem Kinobereich, sondern den hat die Journalistin Françoise Giroux erfunden 1957, hat sie eine Artikelserie verfasst im Express, die dann 1958 auch gedruckt wurde, unter dem Titel La Nouvelle Vague, Portrait de la Jeunesse, also das war einfach eine Jugendsache und La Nouvelle Vague war der Ausdruck für die damals aktuelle Generation der jungen Leute einfach. Daraus ist dann die Bezeichnung für die Filmgeschichtsepoche geworden, der Nouvelle Vague, die 1959 startet mit François Truffauts Erstlingsfilm. Chabrol war übrigens schon noch ein bisschen schneller, aber Truffaut hatte in Cannes einen riesengroßen Erfolg gehabt. Und im Jahr darauf folgt dann Godard mit seinem ersten Film, der größte Kassenerfolg der Nouvelle Vague war und auch der größte Kassenerfolg von Godard bleiben sollte, weil Godard der radikalste Experimentator dieser Generation war und der
seiner Zeit immer 10, 15, 20 Jahre voraus war, bis heute, wo er ja immer noch Filme macht, die heute der Zeit vielleicht 30 Jahre voraus sind oder 50 Jahre, schwer zu sagen, aus der Gegenwartsperspektive. Es gibt da verschiedene Gruppierungen, auf die ich nicht eingehen möchte. Konzentrieren wir uns mal auf die ersten, das ist die sogenannte Gruppe um die Cahiers du Cinéma. Die Cahiers du Cinéma, die waren ganz besonders wichtig. Hier sehen Sie eine junge Zeitungsverkäuferin in Paris in Godards ersten Film, wo er seinem Stammblatt eine kleine Hommage erweist, eine kleine Szene eingebaut hat. Alle diese Regisseure, also Truffaut, Chabrol, Godard, Jacques Rivette, die haben als Kritiker und Eric Rohmer, der später noch dazu gehört, die haben alle als Kritiker in den Cahiers du Cinéma um André Bazin angefangen. Den sehen Sie hier, André Bazin, das war der große Mentor der jungen Leute im Film. Der hat also diese Kritiker um sich versammelt, die mit den Filmclubs groß geworden sind oder die, wie Truffaut, systematisch die Schule geschwänzt haben, um ins Kino zu gehen und sich auf diese Weise eine sehr profunde Bildung angeeignet haben, indem sie vier Filme pro Tag gesehen haben und dieselben dann ein paar Mal hintereinander. Auf die Weise lernt man natürlich das Handwerk. Und Bazin, wie gesagt, ist sehr, sehr wichtig für diese jungen Leute. Er hat sie als Kritiker beschäftigt in den Cahiers, deren Herausgeber er war. Und er hat auch theoretisch sie unterstützt in sehr starkem Maß, nicht Qu'est-ce que le cinéma, das ist so die Zusammenfassung seiner theoretischen Werke dann gewesen. Einige erst posthum erschienen. Auch da gibt es gute Voraussetzungen in der französischen Filmkultur, ganz besonders gibt es die Cineclubs, also die Kinoclubs. Neben den kommerziellen Kinos hat man da schon immer das geschichtliche Repertoire des Kinofilms gepflegt, von Anfang an, schon seit den 20er Jahren. Dann gab es die Cinémathèque Française als Schule Henri Langlois. Und dann gab es vor allem natürlich diese besondere Filmkultur, in der es auch schon theoretische Auseinandersetzungen schon vor den 1920er Jahren gegeben hat. Deswegen ist heute noch Frankreich von allen Ländern das theoretisch am weitesten entwickelte Land. Seien Sie froh, wenn Sie ein bisschen Französisch können und die Literatur lesen können. Die USA haben aufgeholt, ein bisschen in letzter Zeit, aber theoretisch immer noch nicht so. Frankreich ist immer noch das führende Land, was die Filmkultur betrifft. Dagegen ist Deutschland leider, leider, leider Entwicklungsland geblieben, muss man leider sagen. Da wird nicht viel investiert und da wird viel, viel zu wenig in die Filmbildung investiert. Buchhandlungen, Bücher, Filmverlage, das brauchen wir dringend, Diskussionen, eine Filmclubkultur. Schauen Sie in ein Städtchen wie Weißenburg hier, wie Saumur, nicht in der Nachbarschaft, hat einen ganz besonders tollen Filmclub, der ein Renommee durch ganz Frankreich hat für das Animationsfestival, das sie da jedes Jahr machen. Nicht? Und Karlsruhe stinkt ein bisschen ab dagegen, muss man sagen. Wir haben zwar die Schauburg, aber da fehlt so ein bisschen der Drive. Hoffentlich macht es die nächste Generation besser. So, die Nouvelle Vague, das ist auch so der Durchbruch gegenüber der etablierten Kultur. Ich werde mal darauf verzichten, Ihnen die Merkmale der Nouvelle Vague aufzuzählen, weil uns das alles zu weit abbringt. Nur ein bisschen Name-Dropping, das haben wir ja schon gemacht, Chabrol, Truffaut vor allem, und Godard, das sind so die zwei, und Alain René und Eric Rohmer kommen später dazu. Agnès Varda ist heute auch noch aktiv, eine ganz großartige Frau, die immer noch Filme macht. Und ihren neuesten können Sie gerade in der Schauburg sehen. Und die Kritik von Truffaut, die zum Teil polemische Formen annimmt, werde ich Ihnen jetzt auch nicht erläutern. Er ist ja später durch seine Filme bekannt geworden, alle sehenswerte Filme, zum Teil mit autobiografischem Hintergrund, seine ersten Filme. Ich möchte Ihnen aber auch empfehlen, seine beiden Bücher, in denen theoretische und kritische Aufsätze zusammengefasst sind, Le plaisir des yeux und Les films de ma vie, die es auch auf Deutsch, in deutscher Übersetzung gibt, im Filmverlag der Autoren in Frankfurt erschienen. Ganz besonders hat Truffaut auch Verdienste erworben durch seine Pflege von Hitchcocks
Hitchcocks Filmen und dem großen Interviewbuch, das er mit Hitchcock gemacht hat, dass Hitchcock die Gelegenheit gegeben hat, seine gesamten theoretischen Einsichten in diesem Interview zu äußern. Also dieses Buch, das heißt heute Hitchcock-Truffaut, ist also ein Gemeinschaftswerk eigentlich der beiden. Auf Deutsch, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Ein bisschen seltsamer Titel, aber okay. Und immerhin ist es übersetzt worden. Ne? Das ist so etwas wie eine Filmschule. Und eine, können Sie ja immer noch lernen, wie man Filme macht von den beiden, von dem Altmeister Hitchcock und von dem jungen Truffaut, der schon seine ersten Filme gemacht hat. Und ein ganz großes Ding. Ja, zurück nach Deutschland. Keine Experimente. Das will man jetzt nicht mehr hören. Die jungen Filmemacher des neuen deutschen Films fangen an, sich natürlich auch mit der verdrängten Nazi-Vergangenheit zu beschäftigen. Nicht? Man denkt da an das schöne Gedicht von Brecht. Nicht? Ihr aber lernet, wie man sieht, statt stiert und handelt, statt zu reden noch und noch. Sowas hätte einmal fast die Welt regiert. Die Völker wurden seiner Herr, jedoch, dass keiner uns zu früh da triumphiert. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Das gilt heute leider immer noch bei dem Populismus und bei der Fremdenfeindlichkeit, die heute wieder salonfähig zu werden scheinen. Und damals gab es das Oberhausener Manifest von 1962, in dem, ja, das Schlagwort kennen Sie alle, Papas Kino ist tot, so steht das hier gar nicht drin, aber das war das Schlagwort natürlich, unter dem das dann journalistisch verbreitet wurde. Und die Erstunterzeichner dieses Oberhausener Manifest, das ist die erste Generation des neuen deutschen Films. Der alte Film ist tot, wir glauben an den neuen und vor allem, wir sind bereit, den neuen Film zu schaffen, wenn man uns denn die Mittel gibt und uns nicht ausgrenzt. Nicht? Daraus. Da zur gleichen Zeit die Kinokrise offensichtlich war in Deutschland, hatten also diese jungen Leute haben tatsächlich eine Chance gekriegt und kurzfristig dann auch finanzielle Mittel erhalten. Die erste Generation, das sind Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, die beide und Peter Schamoni, die alle drei 1966 ihre ersten Spielfilme rausbringen. Edgar Reitz folgt 1967, zusammen mit Alexander Kluge hat er die Ulmer Filmschule begründet, nicht? Aus der unter anderem auch Lothar Spree hervorgegangen ist, der ja hier auch nach Edgar Reitz der zweite Filmprofessor war, an den wir uns auch heute hier erinnern. Und es war auch hier schon ein Vorläufer, das war Jean-Marie Straub. 1963 hat er schon erste Filme gemacht, Böll-Verfilmungen typischerweise, die sehr wichtig werden. Die zweite Generation, das sind dann die Leute, die kommen dann gleich kurz danach, weil die erste Generation, die hat so lange politisch kämpfen müssen, dass sie halt lange da brauchten, bis sie ihren ersten Spielfilm draus hatten. Die zweite Generation, das ist dann auch altersmäßig ein bisschen abgehoben, Werner Herzog, Fassbinder, Wim Wenders. Nicht? Und Werner Schröter noch und die danach kommen, würde man auch sagen, gehören auch dazu oder noch zu einer dritten, wie sie wollen, egal. Nicht? Die kommen dann mit ihren Spielfilmdebüts auch noch um das Jahr 68 raus. Alexander Kluge ist hier der besonders Experimentierfreudige, der sich sehr stark an der französischen Nouvelle Vague orientiert hat. Einige seiner wenigen Spielfilme zeige ich Ihnen mal. Leider ist er dem Kinofilm untreu geworden und ist zum Fernsehen gegangen, aber er macht im Fernsehen ganz tolles experimentelles Fernsehen, was sich Godard 68 gewünscht hat, sowas machen zu können, aber nicht konnte. Dafür macht Godard aber weiter Kinofilme. Also Alexander Kluge war also sehr wichtig. Wir haben ja in unserer Filmreihe Abschied von gestern ausführlich besprochen schon, deswegen werde ich ihn heute nicht nochmal wiederholen. Und die Filmförderung hat dann natürlich auch den neuen deutschen Film kaputt gemacht, als dann die geistig-moralische Wende kam mit dem Bundespräsidenten und vor allem mit dem Filmminister, Innenminister Friedrich Zimmermann, der einen Feldzug gegen Achternbuschs Gespenst geführt hat und dabei die Richtlinien der Filmförderung so geändert hat, dass nur noch Kommerzproduktionen Filmförderung kriegen. Und seitdem produzieren natürlich die
deutschen Filmemacher auch gerne dann lieber in internationalen Koproduktionen im Ausland. Wenn das, hat es ja sowieso in die USA gezogen, aber auch Werner Herzog. Und was Fassbinder gemacht hätte, das wissen wir nicht, weil er hat dieses Elend nicht mehr erlebt. Leider müssen wir sagen, weil von ihm hätten wir viel zu erwarten gehabt. Sie sehen hier diese Spielfilme über den Terrorismus, über die RAF. Das ist so in der, die erste, die oben stehenden fünf, nicht? Die kommen alle noch aus dem neuen deutschen Film. Und daran sehen Sie, dass sich diese junge Generation der Filmemacher auch immer mit aktuellen, auch mit so hochbrisanten und belasteten Themen wie dem RAF-Terrorismus zu der Zeit auseinandergesetzt haben. Da fällt mir heute Fatih Akin noch ein, der das macht, aber wer schafft das noch? Nicht? Ja, New Hollywood, dazu werden wir etwas mehr eingehen. Ich habe Ihnen ja schon von den Voraussetzungen einiges gesagt. Dazu werden wir dann einiges sehen und in den Beispielfilmen. Deswegen hier nur mal ganz kurz und pauschal die Übersicht. Das fängt an zum Teil mit Filmemachern, die schon vorher fürs Fernsehen produziert haben und die dann anfangen, erste Kinofilme zu machen, wie zum Beispiel Robert Altman, der mit MASH gleich fast einen Blockbuster-Erfolg hingelegt hat, einen Antikriegsfilm, oder Sam Peckinpah, der schon vorher Filme gemacht hat sogar, auch fürs Fernsehen gearbeitet hat, immer mal wieder, aber dann sich der New Hollywood-Bewegung anschließt und ein Vorläufer wie John Cassavetes, der schon unabhängig von New Hollywood früher Filme produziert hat und dann natürlich auch zu einem Vorbild wird mit seiner Independent-Produktionsweise. Cassavetes ist ein Schauspieler, der auch in Polanskis Rosemary's Baby spielt, auch selber aber Filme gemacht hat. Ja, und dann kommt Mike Nichols mit The Graduate, nicht Reifeprüfung. Und dann kommen Leute wie Sidney Pollack oder Woody Allen, die dann zu dieser Zeit das Debüt haben. Und ein Schlüsselfilm ist natürlich 1969 Easy Rider. Man könnte sagen, der Schlüsselfilm dieser Generation. Dann kommen schon die ersten Blockbuster. Coppolas Der Pate gehört dazu, noch vor Spielberg und noch vor George Lucas hat er seinen Blockbuster hingelegt. Und dann ist natürlich diese Generation des New Hollywood auf einmal bankable, wie das so schön heißt. Sie sind kreditfähig in dem Produktionssystem und sie kriegen dann auch, haben auch Möglichkeiten für die großen Produktionsgesellschaften zu produzieren. Manchmal zu ihrem Nachteil, weil sie dann sich abhängig machen davon. In anderen Fällen gründen sie auch ihre eigenen Firmen und sind dann auch independent geblieben. Ja. Also New Hollywood ist natürlich dann sehr, sehr reich. Schauen wir uns die Jahre um 68 an. Ich muss mal schnell mal wieder auf die Uhr schauen. Die Zeit rennt ganz gemein. Und in Deutschland, um Ihnen das mal so ein bisschen als Hintergrund zu vergegenwärtigen, ist das die Zeit, in der man mit der Nazi-Vergangenheit sich auseinandersetzt. Nicht die schöne Devise unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren hier an der Uni Hamburg. Und der Kampf gegen die Notstandsgesetze, nicht, die ja zum Glück noch nicht angewandt worden sind, um die Demokratie auszuhebeln. Aber vergessen Sie nicht, diese Gefahr besteht. Wenn jemand diese Notstandsgesetze mal missbrauchen will und genügend politische Partner findet im politischen System, dann wäre das der Königsweg dafür, um eine Diktatur zu schaffen. Die sind uns damals beschert worden. Viele haben sich dagegen gewehrt. Ich zeige Ihnen hier mal zwei Cover der Alternativpresse, der anarchistischen Alternativpresse von 1969, die etwas von der kämpferischen Stimmung dieser Zeit ausdrücken. Und natürlich hier die Kommune 1 in Berlin und dann natürlich gleich die Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg, die dann zu dieser Hysterie der Bild-Zeitung geführt hat. Die Proteste gegen den Vietnamkrieg, die werden als Anschlag auf den US-Vizepräsidenten gedeutet, als Bombenattentat. Dabei war es ein Pudding-Attentat, das da gemacht wurde. Nicht? Aber Sie sehen, die Bild-Zeitung, die ist kräftig daran beteiligt, hier die Kluft in der Gesellschaft zu vertiefen. Ganz schlimm, was da passiert ist. Nicht? Dabei haben diese jungen Leute einfach gegen diesen Kolonisierungskrieg der USA
protestiert, der von den USA missverstanden wurde als antikommunistischer Krieg, aber von vietnamesischer Seite eigentlich ein nationaler Befreiungskrieg war. Ja, und dann kommt diese Ereignisse des 2. Juni in Berlin, die Erschießung von Benno Ohnesorg. Die Gerichte haben dafür gesorgt, dass das nie richtig aufgeklärt und sanktioniert wurde. Es wurde erst durch Flugblätter der Studenten in Berlin überhaupt der Senat und die Politik und die Justiz gezwungen, darauf einzugehen. Es sollte eigentlich vertuscht werden, dieses Ereignis. Das kann ich Ihnen jetzt so ausführlich gar nicht erzählen, aber ich zeige Ihnen mal einen Dokumentarfilm aus dieser Zeit, der sehr, sehr sehenswert ist. Der heißt Der Polizeistaatsbesuch. Er ist von einem Schweizer Filmemacher, Roman Brodmann, gemacht für den SDR damals, den Süddeutschen Rundfunk Stuttgart, in einer sehr großartigen Dokumentarfilmreihe. Man würde sich wünschen, dass es heute noch so etwas gäbe an Filmkultur, an Dokumentarfilmkultur. Ich zeige Ihnen da mal nur kurze Ausschnitte, weil zu dem Ganzen haben wir gar nicht mehr Zeit. Das ist also hier der Polizeistaatsbesuch, setzte sich auseinander mit dem Schah-Besuch, sollte eigentlich eine Satire werden auf die beflissenen deutschen Staatsbesuchsvorbereiter, die von der Monarchie, selbst wenn sie aus Persien kommen, so beeindruckt waren. Und es wurde dann aber eine Dokumentation über die Erschießung von Benno Ohnesorg und die Polizeibrutalität in dieser Zeit daraus. Das ist also ein sehr bemerkenswertes Dokument. Ich muss gleich mal dann ein bisschen weiterspringen. Ich zeige Ihnen gerade mal kurz die Stimmung da. Und abends geht es wieder in die Oper. Der Polizeistaatsbesuch erreicht seinen Höhepunkt. Am Anfang, noch bei übersichtlichen Fronten, holen sich Greifkommandos der Polizei einzelne Demonstranten aus der Menge zur Sonderbehandlung. Notstandsübung wird da skandiert, nicht im Hintergrund. Der Kameramann kann froh sein, dass er vom SDR ist, nicht? Sonst hätte er jetzt vielleicht auch schon was abgekriegt. Nicht? Ich springe mal hier ein bisschen weiter. Das ist nämlich hier diese Sache vor der Deutschen Oper Berlin, nicht, in der Schah war und vor der dann Benno Ohnesorg erschossen wurde. Ein im Handgemenge verletzter Polizist wird weggeführt. Gleich danach kommt ohne Vorwarnung der Generalangriff mit dem Kommando Knüppel frei und es beginnt das, was Polizeipräsident Dünsing die Leberwurst-Taktik nennt, in der Mitte hineinstechen und nach beiden Seiten hinausdrücken. Ja, also Sie sehen, das ist dieser auch noch vor der Erschießung von Ohnesorg eigentlich schon problematische Polizeieinsatz. Man kann dazu nur eines sagen, das ist in anderen Staaten damals nicht besser gewesen. Das ist nicht nur der deutsche Polizeistaat, in der ja natürlich viele Altnazis natürlich auch noch bei der Polizei tätig waren, aber es ist leider auch in anderen Ländern so gewesen. In den USA ist die Polizeibrutalität, das können Sie sehen bei Michelangelo Antonionis Film, den wir am Sonntag in der Schauburg dann zeigen, Zabriskie Point. Und in Paris war das auch nicht viel besser. Nicht? Ich habe da auch einen Filmausschnitt, den kann ich Ihnen jetzt aber nicht zeigen. Ich will Ihnen gerade noch mal diese entscheidenden Momente zeigen. Ein bisschen vorspringen hier. Bei Einbruch der Dunkelheit fällt ein Schuss. Eine Passantin, die sich um den in den Hinterkopf geschossenen Studenten Ohnesorg kümmert,
wird zuerst angeschnauzt. Was, dem wollen Sie noch helfen? Ja, das ist nicht sehen. Aber bald danach weiß man, dass ihm nicht mehr zu helfen war. Die Studenten verbrennen Springerblätter. Die uniformierten Kommandos sammeln sich und schwärmen zu neuen Erfolgen aus. Wenig später haben sie in Notwehr noch ein Mädchen außer Gefecht gesetzt. Ja, also so ein Fernsehen wünscht man sich heute wieder, nicht? Das wäre auch dringend erforderlich, aber das war eben die besondere Kultur der Stuttgarter Schule des Dokumentarfilms zu dieser Zeit. Das war also der Schweizer Roman Brodmann, der den Film gemacht hat, Der Polizeistaatsbesuch. Das ist in einer Kassettensammlung, die nennt sich Zeichen der Zeit. Da können Sie sich das auch noch mal genauer anschauen, sehr empfehlenswert. Ja, diese deutsche Situation, ich habe nur die Zeit, jetzt hier auf diese Situation einzugehen. Die amerikanische wäre natürlich genauso interessant zu beleuchten. Kehren wir vor der eigenen Tür. Im Jahr darauf, im April, das Attentat auf Rudi Dutschke, nicht gewissermaßen auch ein Aufrufen in der Springerpresse, nicht, ob es jetzt BZ war oder Bild-Zeitung in Berlin, bleibt sich da gleich. Nicht? Also Stopp Dutschke jetzt, nicht? Das war sowas, auch was dann in den Artikeln zu lesen war, das war schon so, dass sich da jemand dann im rechtsextremen Spektrum hat aufgefordert fühlen können. Nicht? Die Gegenreaktion natürlich dann die Bewegung Enteignet Springer, die Krawalle vor dem Springerhaus. Und die Reaktion in der Springerpresse, die ist natürlich, heizt die Stimmung weiter an. Was daraus entsteht, ist dann der Anfang der RAF. Nicht? Die ersten Terrorakte, das war erstmal eine Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt. Und aus diesen beiden Zellenereignissen, aus diesen beiden Keimzellen, also ohne Sorg, Erschießung oder Ermordung, wie Sie das sehen. Juristisch war es keine Ermordung. Der Todesschütze ist ja freigesprochen worden und das Motiv ist nicht weiter aufgeklärt worden. Und dieser Justizreaktion gegen die Kaufhausbrandstiftung, die ist dann alles entstanden, was in den 70er Jahren dann diese Aufbruchstimmung auch zerstört hat in der weiteren Eskalation. Nicht? Die RAF von 1970 bis 1998 und so weiter. Dann umgekehrt wieder, nicht? Also Sie sehen, das ist so eine Eskalationsleiter, nicht? Dann wird da einer, hungert sich dann zu Tode, ohne dass unter Polizeiaufsicht, nicht? Ohne dass da das verhindert wird. Und in der Bild-Zeitung wird weiter gehetzt. Klaus Steck hält dagegen. Nicht? Das ist hier etwas, was ich damals mir in Heidelberg gekauft habe, in Stecks Galerie, Klaus Stecks Galerie damals. Da hat er seine Postkarten immer verbreitet. Nicht? Oder diese hier. Nicht? Das war so eine kleine Akte des künstlerischen Widerstands. Das hat immer Spaß gemacht. Nicht? Ja, der Polizeistaatsbesuch hier hat ein bisschen verrutscht hier von der Folie hier. Das ist hier nochmal der Hinweis auf diesen Film, der übrigens mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, 1968. Wie sah 1968 die Filmlandschaft aus? Sehr reich und sehr abwechslungsreich. Hier nur mal so ein kurzer erster Eindruck. Es gibt in der internationalen Produktion, nein, Entschuldigung, in der Hollywood-Produktion, da gibt es natürlich auch einige britische Filmemacher, die jetzt hier eben als Englischsprachige da eigentlich immer in diese Kultur eingemeindet worden sind. Ich zähle das gar nicht alles auf. Schauen wir uns nur das Boxoffice an, also so ein bisschen die Publikumsreaktion. Wer hat am meisten verdient an der Kasse? Knapper Sieger
Stanley Kubrick. Das vielleicht das einzige Mal und das erste Mal und vielleicht bis heute wohl das einzige Mal, dass ein so philosophisch anspruchsvoller Film ein Box-Office-Erfolg wird. Allerdings knapp. Ja? Wie Sie sehen, das Musical Funny Girl mit Barbara Streisand und The Love Bug, das ist die Geschichte um den Käfer, dieser Käferfilm Herbie, weiß gar nicht, wie heißt der auf Deutsch, keine Ahnung, an diese Disney-Produktion um diesen VW-Käfer. Die sind da hart auch im Rennen. Aber den Wandel sehen Sie daran, an dem, was ich hier so ein bisschen rot unterlegt habe. Das sind die Filme, die die Filmgeschichte ändern. Das sind Filme aus Genres, die bisher überhaupt nicht auf den besten Listen erschienen sind. Die werden auf einmal Filme, die zu Box-Office-Erfolgen gehören. Und zwar das Genre Science-Fiction, das war B-Picture, Bereich und noch mehr natürlich, also neben 2001 noch der Planet der Affen und natürlich der Horrorbereich. Hier in zwei Beispielen Rosemary's Baby, also ein Horror-Thriller von Polanski und Night of the Living Dead von Romero, von George Romero, ein Zombie-Film, der früher natürlich nie so ein Erfolg hätte werden können. Sie sehen also, dass diese Filmgenres, zum Beispiel Horror und Thriller und Science Fiction, dass die auf einmal blockbusterfähig werden, wenn sie es auch noch nicht ganz geworden sind. Nicht? Aber 2001, wie gesagt, der war da gut im Geschäft. Hier sehen Sie es nochmal so ein bisschen, die Plakate so im Größenverhältnis angeordnet, dass Sie sich ein bisschen auch vorstellen können, diese abstrakten Zahlen, die sagen einem ja nicht viel. Nicht? Ja, und international, da haben Sie dann solche anspruchsvollen Filmemacher am Werk, auch Ingmar Bergman, der nie zu irgendeiner Welle gehörte, der halt einfach seine besonderen Filme gemacht hat. Und dann natürlich auch die Vertreter der anderen neuen Wellen in Europa, aber auch Sergio Leone, der Italo-Western, der jetzt in die USA dann auch kommt. Das sind hier so die reiche Filmkultur dieser Zeit. Und als wir uns dieses Thema überlegt haben, 1968, da haben wir uns überlegt, ja, wir könnten eigentlich die ganze Filmreihe nur mit Filmen aus dem Jahr 1968 bestreiten. Wäre ohne weiteres auch möglich gewesen. Aber wir haben uns dann für die etwas breitere Konzeption entschieden, weil es auch noch ein bisschen darum uns ging, die sozialen und politischen Strömungen einzufangen, die 1968 nicht alle schon einzufangen sind. Ja, wie sah es in Deutschland aus? Auch da gehört ein Film einer Regiedebütantin, Mais Bilz, zu dem Besuchersieger zur Sache Schätzchen, den wir auch schon im Kino besprochen haben, den ich Ihnen heute auch nicht mehr mitbringe. Es ist ein wunderschöner Film und auch heute noch ein hochamüsanter Film, ein undogmatischer Film über einen Außenseiter in München, in Schwabing. Ich habe mal so scherzhaft immer gesagt, das ist der Schwabinger Dude in Erinnerung an den Film The Big Lebowski, nicht an den Dude. Jeffrey Lebowski, den die Coen Brothers erfunden haben. Aber es ist natürlich Werner Enke, ein Typ ganz eigener Art und ganz eigener Qualität, der hier seine eigene Figur kreiert hat. Und ansonsten, sehen Sie, ist die Sexwelle gerade am Hochschwappen, Oswald Kolle, der allerdings auch zu den Reformern gezählt werden muss. Nicht? Sexfilme wären vorher nicht möglich gewesen. Und dann natürlich die Paukerfilme, das sind eher konventionelle Produkte. Dagegen Pippi Langstrumpf, wieder ein eher antiautoritäres Produkt, allerdings aus Schweden. Nicht? Und Oswald Kolle als Reformer, das können Sie hier so ein bisschen an diesem Zitat sehen, das in der Diskussion mit der freiwilligen Selbstkontrolle gefallen sein soll. So ist es jedenfalls überliefert. Einer der Zensoren der FSK, der soll gesagt haben, Herr Kolle, Sie wollen wohl die ganze Welt auf den Kopf stellen, jetzt soll sogar die Frau oben liegen.
Ja, das war also die sexuelle Revolution made in Germany. Weiter im Text schauen wir uns mal die Filmexperimente dieser Zeit an. Ich möchte das Ihnen an einigen Filmbeispielen verdeutlichen. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich in der Zeit bleibe. Ich fange trotzdem mal mit einer Komödie an. Und weil das so schön ist und weil die auch 1968 erschienen ist und nicht in unserer Reihe vertreten ist, ich dachte, ich bringe Ihnen mal die Filme schwerpunktmäßig, die es nicht in unsere Reihe geschafft hatten und die noch zu sehen sind, damit Sie so ein bisschen auch den Geschmack kriegen, sich das mal ganz anzuschauen. Denn das ist eigentlich das wahre Schöne und Gute, dass Sie sich antun sollten, diese Filme mal ganz zu sehen. Dies ist der Film The Party. Auf Deutsch heißt es Der Party-Schreck von Blake Edwards und mit Peter Sellers, der den ganzen Film trägt. Ein Film über einen ein Culture Clash, ein interkultureller Film über einen indischen Nebendarsteller in Hollywood. Und der Inder wird hier von Peter Sellers gespielt, der als Brite natürlich dafür prädestiniert scheint. Schauen wir uns mal an, eine kurze Szene daraus, ehe das dann zu einer wilden Orgie wird. Ja, da sehen Sie so ein bisschen die Stimmung dieser Jahre. Der Film ist also da in dieser Zeit, genau 1968, auch rausgekommen. Und die Bemalung des Elefanten natürlich, nicht? Das ist so ein Stück der Kultur, der Hippie-Kultur dieser Zeit natürlich. Ja, und Sie sehen, damals ist man kulturell aufgeschlossen und alle sind jetzt dabei, den Elefanten zu waschen. Leider ist das im Bungalow eines Hollywood-Produzenten und entwickelt dann eine gewisse Eigendynamik in den nächsten Szenen. Ich zeige Ihnen nur mal das hier. Von der Seife wird dann das ganze Haus in ein einziges Happening verwandelt. Ja, der Produzent, der denkt nur noch daran, seine Bilder zu retten, seine Gemälde. Da sehen Sie auch so ein bisschen die Kluft zwischen Hochkultur und Populärkultur hier, nicht? In dieser schönen Partyszene. Gut, ich will das damit mal bewenden lassen, weil wir sind knapp an der Zeit. Wie gesagt, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, diesen Film auch mal wieder zu sehen, es gibt ihn auch als DVD hier, nicht? In der Reihe, in der Süddeutschen Zeitung, sicher noch antiquarische irgendwo auch zu kriegen. Ja, ein richtiges Schwergewicht, und da bleiben wir gleich mal bei Peter Sellers nochmal, ist natürlich Stanley Kubrick. Ein Regisseur, den ich bisher nicht erwähnt habe bei der Aufzählung der neuen Wellen, weil er sich eigentlich nie irgendeiner Bewegung angeschlossen hat, immer ja eigentlich ein filmischer Monolith war, wenn Sie mir dieses Wortspiel gestatten. Einer, der schon ein Autorenfilmer von Anfang an gewesen ist und das unabhängig von Bewegungen gemacht hat. Auch das hat es natürlich in dieser Zeit gegeben. Und ein ganz besonderer Film, schon aus dem Jahr 1964, das ist der erste Film seiner Trilogie von Science-Fiction-Filmen, Dr. Strangelove. Danach kommt ja 2001 Odyssee im Weltraum und dann A Clockwork Orange. Das sind drei Science-Fiction-Filme. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass Kubrick sich gerade in dieser bewegten Zeit diesem Genre des Zukunftsfilms zuwendet. Und jetzt sehen Sie hier etwas, was ich schon als Beispiel Ihnen zeigen möchte,
als typisch dafür, wie ein Kinofilmemacher mit einer Ästhetik umgeht, die eigentlich auch als Experimentalfilm gut funktioniert. Das ist der Schluss von Dr. Strangelove. Ich verrate Ihnen da nichts über das Ende Größeres. Ich werde nichts dazu sagen. Aber Sie sehen hier Peter Sellers als der Dr. Strangelove, der ja eigentlich ein Wissenschaftler ist, der als Präsidentenberater arbeitet, der eigentlich aus Deutschland kommt. Deswegen werden Sie auch gleich die Sprache wiedererkennen. I have a plan. Jetzt ein bisschen. Mein Pferd hat den Rock! Ja, und dann dieses hier. Ja, das ist natürlich noch nicht unser Ende, aber Sie werden wahrscheinlich noch nie Atompilze so schön erlebt haben. Nicht? Hier zu dieser Musik von Vera Lynn aus dem Zweiten Weltkrieg, einem hoffnungsvollen Lied, das an einen Soldaten an der Front gerichtet ist und sagte, wir werden uns wieder treffen, wenn der Krieg vorbei ist. Irgendwann werden wir uns wieder treffen. Und das kontrastiert hier natürlich mit diesen Nuklearkriegsbildern, ist natürlich reine Ironie, wenn nicht sogar ein Sarkasmus, der zum Ausdruck kommt. Und die Atomexplosionen, die hier wunderbar auf die Musik getaktet stattfinden, das ist im Prinzip Kubricks Vorwegnahme von solchen Erfindungen wie MTV, nicht, dem Musikvideokanal. Nicht? Und Kubrick wird auf diesem Weg natürlich weiter sich bewegen. Das war also ein Beispiel aus 1964 oder 63 ist der Film ja schon entstanden. Die Premiere musste wegen des Attentats auf Kennedy verschoben werden auf das Folgejahr. Und der Film, den Sie sicher alle kennen, als nächster in dieser Reihe, das ist 2001, Odyssee im Weltraum. Ich will Ihnen da mal ein paar wenige experimentelle Aspekte zeigen. Ich sehe gerade auf der Uhr, dass es schon furchtbar spät ist. Das ist jetzt hier sehr dunkel. Thank you.
Ja, ich breche hier mal ab, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Mir erschien diese Passage aus 2001 schon immer, schon bevor ich mich sehr intensiv mal mit diesem Film auseinandergesetzt habe, als ein Experimentalfilm, der in diesen Spielfilm eingebaut ist. Und zwar deswegen, weil ich schon sehr früh mich für abstrakte Kunst begeistert habe, außer für Filme natürlich auch. Abstrakte Kunst, so erschien mir das wirklich wie ein abstrakter Experimentalfilm. Ich weiß nicht, ob die Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker unter Ihnen dem zustimmen können. Aber mein Eindruck ging in diese Richtung. Und in der Tat zeigt es, ist dieser Film natürlich zum einen hochabstrakt in seiner Machart, zugleich aber bringt er gegenständliche Bilder rein. Sie haben ja diesen Astronauten gesehen, nicht, der da immer in verschiedenen Positionen da so fast so ein bisschen gequält aussieht. Und dann kommen diese Bilder mit dem Auge immer rein, die natürlich etwas zu bedeuten haben. Das heißt aber natürlich, dass wir hier abstrakte Filme haben, die auch etwas bedeuten. Nicht nur wegen den konkreten gegenständlichen Einsprengseln haben sie was zu bedeuten, sondern auch wegen der abstrakten Bilder selber. Denn was sehen wir da? Wir sehen ja im Prinzip eine sehr, fast eine einfache, man möchte fast sagen, eine schlichte Metapher für eine Reise in Lichtgeschwindigkeit. Und dazu wird das Licht verwendet. Und wenn man das so sagt, dann erscheint es fast banal. Aber wenn man das sieht, dann ist das einfach ein starker Eindruck. Ja? Wenn man es analysiert, dann hat man es fast ein bisschen kaputt gemacht. Ja? Das tut mir leid, aber ein bisschen Semiotik muss auch sein. Ja? Das schadet eigentlich nicht. Ich schätze diese Passage deswegen nicht weniger und ich hoffe, Ihnen wird das auch so gehen. Ja, also ein Film, der hier mit abstrakten Elementen arbeitet, ihnen gleichzeitig aber auch mit experimentellen Filmen arbeitet, natürlich darum auch. Das ist natürlich hier ein Pionierwerk der Tricktechnik geworden. Nicht? Meiner Meinung nach sollte man es auch in Museen gerahmt aufhängen und als ein Pionierwerk des Experimentalfilms anschauen, diesen Film 2001. Es ist nämlich nicht nur Tricktechnik, das machten ja Künstler auch. Sie tricksen mit der Technik und erfinden was Neues. Kubrick hat nichts anderes gemacht. Es ist in der Tat ein Gesamtkunstwerk, in der diese Entwicklung dieser technischen Elemente 3 Jahre in Anspruch genommen hat. Und was Kubrick genauso wichtig war wie diese Passage, war eine andere Passage, die auch einen Zweck hat und in der man das, was auf Erden technisch möglich ist, unter den Bedingungen der Schwerkraft, in der wir ja nun mal leben, tatsächlich auf eine sehr erfindungsreiche Art und Weise hier für einen bestimmten, wenn Sie wollen, Special-Effekt ausgenutzt wird, der aber spektakulär genug ist, um hier auch gezeigt zu werden. Oh, ich muss ein bisschen vorspringen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. So, jetzt. Ja, das mag genügen. Und die Auswahl der Filmmusik, hier die schöne Blaue Donau, die ja so etwas Beschwingtes hat, ne, ist sicher auch deswegen hier zustande gekommen, von Kubrick so ausgesucht worden, weil das so schön zu diesen schwerelosen Elementen bei dieser Reise passt. Es gibt noch mehrere davon, aber dazu haben wir auch wieder leider hier jetzt nicht die Zeit, das Ihnen zu zeigen. Dieses Gefühl der Schwerelosigkeit war natürlich ein tricktechnisches Meisterwerk, aber überhaupt die Idee zu haben, dass es für diesen Film inhaltlich entscheidend ist,
das Erlebnis von Schwerelosigkeit den Kinozuschauern zu vermitteln, und zwar körperlich, anschaulich zu vermitteln, gehört zu den wesentlichen Bestandteilen, inhaltlichen Bestandteilen dieses Films. Und das so umzusetzen, ist eben große Kunst. Und der letzte Beispiel ist noch fast noch unspektakulär im Vergleich zu dem, was Sie bei Experimentalfilmen erwarten. Aber es ist immerhin der meist diskutierte, meist besprochene und zeitlich längste Filmschnitt. Der geht zwar nur auch eine Sekunde lang, nicht, wie so ein Filmschnitt halt an sich hat, aber die Zeit, die zwischen dem ersten und dem zweiten Bild liegt, die beträgt etwa 6 Millionen Jahre. Von daher der längste Handlungsschnitt, den es in der Tricktechnik gibt. Den kennen Sie alle, aber nur noch mal so zur Erinnerung. Ja, und dann kommt die schöne blaue Donau zum blauen Planeten, und es gibt, man müsste es jetzt eigentlich weiterlaufen lassen, denn das ist ja eigentlich der Eindruck erst, aber das können Sie sich im Kino nochmal anschauen. Warum ich das hier in diesem Zusammenhang Ihnen zeige, hat einen sehr einfachen Grund, weil wir haben ja eingangs definiert den Experimentalfilm als etwas, wo man die Gebrauchsanweisung weglegt und einfach mal was ausprobiert. Und für diesen Filmschnitt, da können Sie jetzt das ausprobieren. Versuchen Sie mal, diesen Filmschnitt mit einem Begriff zu benennen. Es gibt ja verschiedene Dinge in der Handwerkstechnik der Filmkunst, nicht? Da gibt es Jump Cut oder Match Cut, und keiner dieser Begriffe, den es bis heute in der Filmtheorie gibt, keiner dieser Begriffe kann diesen Schnitt in seiner Bedeutung 100% korrekt wiedergeben. Man muss also sagen, das ist der Kubrick-Schnitt gewesen, nicht der Kubrick-Cut, der berühmte Kubrick-Cut. Und ihn sich klarzumachen, das ist eben ein Stück techno-imaginäres Bewusstsein, wie es Flusser eingefordert hat. Ich werde das jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht diskutieren können. Man könnte ein ganzes Seminar, anderthalb Stunden, eine Stunde, Seminarstunde über diesen Schnitt halten. Ich habe das mal gemacht in einem Montageseminar. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, dann kommen Sie mal, besuchen Sie mich mal am KIT als Gasthörerin oder Gasthörer. Aber dieser Schnitt ist eben, und darauf wollte ich Sie jetzt hinweisen, etwas, was man eben auch als eine experimentelle Leistung ansehen kann, etwas, womit man die Filmästhetik der Zeit vorantreibt. Damit müssen wir Kubrick leider schon verlassen. Ich hätte Ihnen gerne noch Clockwork Orange beispielhaft gezeigt, aber das schaffen wir alles nicht mehr, denn wir dürfen den anderen großen Avantgardisten dieser Zeit ja nicht übersehen, und das ist Jean-Luc Godard. Ein Film von 1967 ist La Chinoise. Weekend hatten wir ja schon gezeigt, der ist dann danach entstanden. Godard macht zu dieser Zeit einen Wandlungsprozess durch, von einem avantgardistischen, existenzialistischen Filmemacher zu einem immer stärker politisch Engagierten. Es ist nicht so, dass er erst mit dem Jahr 68 politisch engagiert ist. Nein, man sieht das allen seinen Filmen an, das ist eine aufsteigende Kurve, eine kontinuierliche. Und er ist in dieser Zeit sehr produktiv, er macht mehr als einen Film pro Jahr. Das allein schaffen schon wenige. Und hier, merken Sie schon, hat er den Schritt zum Diskurskino gemacht, an dem das dann für Alexander Kluge vom neuen deutschen Film das große Vorbild werden wird. Nicht die Verwandtschaft zwischen Godard und Alexander Kluge in Deutschland in diesem Film ist besonders eng. Schauen Sie sich mal eine kleine Lektion über
Ja, man hat ja damals solche Lektürekurse gemacht überall, nicht? Über die sozialistischen Klassiker. Godard persifliert das schon und gibt uns eine kleine Filmlektion. Et ce film prouve que Lumière était un peintre. C'est-à-dire qu'il filmait exactement les mêmes choses que peignaient les peintres contemporains de son époque, des gens comme Pissarro, Manet ou bien Renoir. Il filmait quoi? Eh bien, il filmait des gares, il filmait des jardins publics, il filmait des sorties d'usines, il filmait des gens qui jouent aux cartes, il filmait des tramways. C'est un des derniers grands peintres impressionnistes de l'époque, en fait. Oui, exactement. C'était un contemporain de Proust, quoi. Ah ben Méliès aussi, alors il faisait la même chose. Ah non, justement, Méliès, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Méliès, lui, il filmait le voyage sur la Lune. Méliès, il filmait la visite du roi de Yougoslavie au président Falière. Et maintenant, avec le recul du temps, on s'aperçoit que c'était vraiment ça les actualités de l'époque. Ah oui, tu rigoles, mais c'est vrai. Lui faisait des actualités, c'était peut-être des actualités reconstituées la manière dont il le faisait. Mais c'était des véritables actualités. Et je vais même plus loin, je dirais que Méliès était brechtien. Ça, faut pas l'oublier que Méliès était brechtien. Et pourquoi faut pas l'oublier? Pourquoi faut pas l'oublier? Alors, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que l'analyse concrète d'une situation concrète. Et comme le dit Lénine, la substance même, enfin... C'est quoi une analyse? L'âme vivante du marxisme. C'est quoi une analyse? Par analyse, on entend l'analyse des contradictions inhérentes. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on analyse? Mais parce que, en ce monde, les choses sont complexes et beaucoup de facteurs les déterminent. Oui, Marx, toi, tu Engels, Lénine et Staline nous enseignent qu'il faut étudier consciencieusement la situation. Consciencieusement la situation. En partant de la réalité objective et non de nos désirs subjectifs. D'accord? T'es d'accord? Oui, exactement. Et dans la formation, plus que partout ailleurs, il faut examiner un problème sous ses différents aspects et non sous un seul. Ja, das ist herrlich, nicht, wie Godard das hier zeigt und so eine Stimmung der Zeit rüberbringt und sich da zugleich natürlich ein bisschen das auch ironisiert, nicht? Also er macht sich nicht lustig darüber, nicht? Aber er ironisiert das auf eine leichte Art und Weise, und Sie verstehen jetzt, dass Godard trotz seines politischen Engagements nicht keine Bomben geworfen hat, genauso wenig wie Fassbinder das gemacht hat, sondern weiter Filme gemacht hat, nicht? Und diese ironische Distanz natürlich hier, die ist sehr klar. Aber ich habe jetzt hier einen ziemlichen Sprechakt Ihnen gezeigt. Ich will noch mal, muss jetzt ein bisschen nach vorne springen wieder, weil das alles zu knapp wird. Ich will Ihnen mal zeigen, wie Godard natürlich auch mit den Bildern zaubern kann und das gleichzeitig auf brechtsche Weise verfremdet. Und das schauen wir uns mal hier an. Ein tolles Bild. Et d'abord quelques faits, puisque la vérité est parmi eux. FNL vaincra. FNL vaincra. Thank you.
Ja, das ist also hier eine schöne Art und Weise, wie man Mao-Bibeln verwenden kann, nicht, um hier eine Barrikade zu bauen. Also Sie sehen, ein sehr einfallsreicher Regisseur. Auch dieses hier müssen wir jetzt leider abbrechen, weil ich sehe, wir haben schon eine Stunde zu wenig eigentlich kalkuliert. Und ich bin jetzt gerade schon nebenbei immer am Überlegen, was können wir Ihnen noch zeigen, was kann man alles weglassen. Ich werde jetzt ganz viel weglassen müssen, weil wir pünktlich aufhören wollen einigermaßen. Ich zeige Ihnen jetzt zum Beispiel nicht diesen schönen Science-Fiction-Film von Alexander Kluge. Denn Kluge war offensichtlich von 2001 Odyssee im Weltall so beeindruckt, dass er dachte in seiner Experimentierschule in Ulm, das kann ich auch mit Küchengeräten einen Science-Fiction-Film machen und mit Transistoren und mit Ersatzteilen. Und er hat es tatsächlich gemacht. Mit Edgar Reitz zusammen haben sie da dieses Experiment angefangen. Und wenn sie das weitergeführt hätten, die Ulmer Schule ist dann ja leider dicht gemacht worden, dann wäre vielleicht ein ganz toller deutscher Science-Fiction-Film draus geworden. So gibt es das nur in der Alexander Kluge-Ausgabe zu sehen, diese verschiedenen Filme, die daraus entstanden sind. Einen hatte ich Ihnen hier ausgesucht, ich will Ihnen wenigstens mal den Titel nennen. Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte. Ein sehr langer Titel, das war damals ja ein bisschen modern, nicht? Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte, der spielt im Weltall zwischen fernen Planeten, in denen ein Krieg ausgebrochen ist. Nicht? Die 6. Flotte erinnert natürlich an die amerikanische, die im Mittelmeer stationiert. Ja, das ist also Kluges Science-Fiction-Film. Die Neufassung von 1977 hat dann den Titel Der große Verhau. Und dann gab es noch einen. Also das schaffen wir jetzt leider nicht mehr, weil ich kann Ihnen leider auch nicht den Fassbinder-Experimentalfilm zeigen und die Werner-Herzog-Filmexperimente. Da möchte ich Ihnen empfehlen den Film Vater Morgana von Werner Herzog. Den hat man in den USA perverserweise als Dokumentarfilm eingeordnet, aber das ist Quatsch. Das können wir genauso gut sagen, das ist ein Reisefilm, wo der Herzog da nach Nordafrika gefahren ist, in die Wüste Sahara. Aber es ist natürlich ein hochexperimenteller Film, in dem unter anderem Sie die Stimme von Lotte Eisner hören können, Mitarbeiter von Henri Langlois an der Cinémathèque Française, deutsche Filmhistorikerin, die vor den Nazis als Jüdin nach Frankreich fliehen konnte und dort untertauchen konnte und die dann sowas wie die Mentorin des neuen deutschen Films dort wurde. Deren Stimme können Sie da hören, wie sie ein paar Texte aus dem Popol Vuh zitiert, zu Bildern aus der afrikanischen Wüste. Und auch das ist so ein Gesamterlebnis. Vielleicht ist es sogar besser, wenn Sie den Film mal ganz sehen können. Und bei Fassbinder, zeige ich Ihnen jetzt doch eine ganz kurze Geschichte. Sie sehen, ich muss leider dann doch diese Sache knapper machen, als ich das erhofft hatte. Das ist eine Geschichte über zwei Vertreter und eine Vertreterin, Zeitungsvertreter, die jetzt einen Überfall gemacht haben, damit sie endlich zu Geld kommen, weil sie ansonsten ziemlich erfolglos gewesen sind. Das ist der Schluss dieses kleinen Films, der heißt Das kleine Chaos. Ein Kurzfilm, der ist als Beigabe auf Katzelmacher auf der DVD drauf. Das kleine Chaos. Fassbinders dritter Kurzfilm, der noch vor Katzelmacher entstanden ist. Was machst du mit deinem Anteil? Ich kaufe ein Kleid, ein Kaffee und solche Sachen. Und du? Mal vielleicht hat mein Junger die Finger. Und du? Ich gehe ins Kino. Ja, das ist doch schön, nicht? Und dann. Ja, und dann kommt der Abspann schon. Nicht? Ich gehe ins Kino, das könnte ich jetzt auch sagen, aber ich will wenigstens noch ein kleines bisschen von dem Ihnen zeigen, um jetzt die Brücke zu schlagen
zu dem Titelbild. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht Zabriskie Point zeigen mehr. Das ist das zweite bedeutende Road-Movie aus der Geschichte. Aber den können Sie jetzt am Sonntag ganz im Kino ja sehen. Deswegen zeige ich Ihnen nochmal von Easy Rider die Szene, die meiner Meinung nach in Easy Rider hochexperimentell ist. Und den Rest gibt es dann nochmal so als kurzes Schlusswort. So, hier muss ich dann ein bisschen nach vorne gehen, um die richtige Stelle Ihnen zu zeigen. Hat zum Glück alles einprogrammiert. Ja, das war das Erste. Diese Szene fängt ja schön an mit einer Nahaufnahme und Sie sehen, dass wenn Sie diese Ebenen nah und fern, wenn Sie die ins Extreme bringen, wie hier der Kameramann Laszlo Szabo das gemacht hat, dann, also so nah an ein Objekt rangehen, dann ist es auf einmal sehr verfremdet. Die Farben von diesem Tank, diesem Motorradtank, nicht rot und gelb, passen natürlich wunderschön zu der Wüstenszene, die davor zu sehen war. Es gibt dann also so einen Übergang. Der amerikanischen Flagge drauf gemalt und da werden dann in einen Schlauch Geldscheine reingestopft und dieser Schlauch wird verkorkt und dann in diesem Tank versteckt, so gewissermaßen als Safe, ne? Dieses Ding. Aber dass das Ganze Geld ist und dass es hier eine Dollarnoten sind und dass das hier die amerikanische Flagge ist, hat dann Peter Fonda in dem Audiokommentar zu der schönen Metapher veranlasst, fucking the American flag with money. Ja. Das ist eigentlich die Semiotik dieser Szene, nicht, die er da drastisch zum Ausdruck gebracht hat. Die andere Szene, die ich Ihnen hieraus zeigen möchte, die genauso inhaltlich interessant ist, ist kurz danach. Und das ist das... Sie haben gesehen, wie diese Bewegung des Wegwerfens nochmal von der Kamera aufgenommen ist. Nicht? Mit einer ganz ungewöhnlichen Kamerabewegung, die Sie sonst nirgendwo sehen können, außer bei dem Experimentalfilm aus der Factory von Andy Warhol, da, wo man so mit der Kamera hin und her geht. Was aber bei Warhol ja ziemlich improvisiert war, alles, das ist hier sehr planmäßig gemacht worden von Laszlo Szabo und das ist hier eingebaut worden, um diese Bewegung, dieses Wegwerfens der Uhr zu unterstreichen. Warum ist das wichtig? Man muss sich von der Zeit, von der Sklaverei der Zeit befreien und erst dann kann man versuchen, ein freier Mensch zu sein. Das ist ja das, worum es in diesem Film geht, um die Versprechungen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Life, Liberty and Pursuit of Happiness. Das ist eigentlich das Thema von Easy Rider. Und das scheitert, wie Sie ja wissen, in Easy Rider. Wie, verrate ich Ihnen nicht, um Ihnen den Film nicht zu verderben. Aber Sie sehen, erst dann, wenn man sich von der Zeit befreit hat, dann kann es richtig losgehen mit diesem Film. Born to be Wild. Ne? Nicht, das erinnert hier so ein bisschen an Charlie Chaplins letzte Einstellung in
Na, in seinem letzten Tramp-Film, nicht? Jetzt kommt die Musik. Ja, wir müssen es leider knapp fassen. Ich wollte Ihnen noch hier zeigen, diese Szene, in der das Titelbild vorkommt, von unserem Exploratorium, das ich ja hier Ihnen am Anfang präsentiert habe. Das ist nämlich auch aus Easy Rider, wo ich Ihnen ja gesagt habe, wo kommt es her. Es ist aus einer dieser Sequenzen hier, nicht aus der, sondern später dann aus dieser Trip-Sequenz, nicht? Die ist sehr lang. Und das hier, nicht? Also hier dieses Spiel mit den Bildern ist ebenso experimentell wie originell. Also ein Bordellbesuch, der offenbar eine Hauskapelle mal war, wo dann diese sakralen Bilder mit diesen Nacktbildern da zusammengeschnitten werden. Es kommt dann danach noch diese schöne Szene mit dem Trip, mit diesen besonderen Lichteffekten, ja, wo sie dann aus dem Bordell rausgehen und sich in den Mardi Gras stürzen, nicht? Also in den Faschings, ins Faschings treiben und dort dann diesen berühmten Trip dann einwerfen, der ein Horrortrip wird, und das ist natürlich auch eine hochexperimentelle Szene. So, kommen wir zum Schluss. Was ist eigentlich die Postmoderne? Die Postmoderne ist eigentlich eine Lehrformel, denn nach der Vergangenheit ist immer Gegenwart und Gegenwart ist immer dann, wann wir leben. Also das sagt uns so nichts. Aber es gibt natürlich so etwas wie postmoderne Filme, die entstehen in den USA und weltweit in den 80er und 90er Jahren. In den USA 1982 Blade Runner ist einer der Filme, Terry Gilliams Brasil, die Filme von David Lynch, die Filme der Coen Brothers, die von Jim Jarmusch, die frühen Filme von Tim Burton, Coppolas Dracula, die Filme von Tarantino natürlich, die kann man alle dazu zählen, und einige andere noch, die ich Ihnen hier einfach mal gezeigt habe. Und in Europa, da sehen Sie dann Godard, den ich Ihnen jetzt leider nicht mehr zeigen kann, den Film Passion, oder Wim Wenders, Der Himmel über Berlin und andere Wenders-Filme, dann die französische Junge Schule um Jean-Jacques Benex und Besson und andere. In Spanien ist es Pedro Almodovar, in Großbritannien Peter Greenaway, in Finnland Aki Kaurismäki, in Dänemark Lars von Trier und aus Polen kommt Krzysztof Kieslowski dazu. In Deutschland, da haben wir Tom Tykwer immerhin, der auch einen Film gemacht hat, der sehr beachtlich ist, Lola Rent in dem Zusammenhang. Das sind Filme, die haben eine gewisse Familienähnlichkeit, die man als postmodern bezeichnet hat. Und man kann dann, wenn man das mal so abgrenzt, feststellen, dass es da ja schon andere Vorläufer gegeben hat. Orson Welles, Citizen Kane, Akira Kurosawas Rashomon, Hitchcocks Vertigo, Godards Le Mépris, die Filme von Sergio Leone, den Beweis werde ich Ihnen jetzt heute Abend leider schuldig bleiben,
und Stanley Kubrick natürlich. Und nicht zu vergessen Luis Buñuel, denn die Surrealisten sind ja schon immer zuerst da gewesen. Und was macht eigentlich diese Postmoderne aus? Es wurde versucht, das an bestimmten Stilelementen festzumachen. Hier habe ich Ihnen mal eine ganze Reihe davon angegeben. Aber das Entscheidende ist eigentlich ein anderer Aspekt, denn diese Stilelemente können Sie auch anderswo finden. Flusser hat es mal sehr schön auf eine sehr bissige Formel gebracht. Vielleicht reden die Leute von der Postmoderne, weil sie mitten in der Moderne stecken, die ihnen zum Hals heraushängt. Und das eigentlich seit dem Holocaust und seit der Atombombe und seit dem Kalten Krieg schon. Also das ist eine Erfahrung und jetzt natürlich kommen andere Dinge dazu, die Umweltverschmutzung und so weiter, die Globalisierung. Und Sie können das beliebig fortsetzen. Alle die Segnungen einer Rationalität, die sich nicht mehr als aufklärerisch versteht, wie noch im 18. Jahrhundert, sondern die sich immer mehr als rein ökonomisch versteht. Und das ist eigentlich die Position der Postmoderne. Man kann sie daran festmachen, an diesem Bild von Goya, das am Ende der Aufklärung steht, das Bild vom Traum der Vernunft. Und dieser Traum der Vernunft oder der Schlaf der Vernunft wird immer mehr zum Albtraum der Vernunft im Lauf der weiteren Entwicklung, von der Industrialisierung bis zur Atombombe und darüber hinaus in unsere Zeit. Postmoderne ist also so etwas wie Albträume der Vernunft, für die es verschiedene philosophische Erklärungen dann gibt. Aber man kann als Generalnenner sagen, die Postmoderne ist eine Desillusionierung der Moderne, eine gewisse Skepsis der Moderne. Und das hängt damit zusammen mit einer gewissen Dynamik, die man auch in anderen Bewegungen, zu anderen Zeiten feststellen kann. Wenn Sie also in die Geschichte mal reingehen, dann werden Sie feststellen, dass es auch schon in früheren Zeiten so etwas wie Postmoderne gegeben hat. Und ich habe das mal versucht mit lateinischen Begriffen. Flusser übrigens macht das auch sehr schön in diesem Buch über die Nachgeschichte. Da ist ein sehr schöner Aufsatz über die Postmoderne drin, aus dem ich auch dieses Zitat genommen habe. Das Buch heißt Nachgeschichte, ist leider schon lange vergriffen, aber man kann es sich im Internet runterladen. Und andere Phasen der Moderne haben also ähnliche Entwicklungen durchgemacht, die ich Ihnen jetzt gar nicht weiter erläutern möchte. Das könnte man mal in einem ausführlicheren Seminar nachholen. Die Einsichten der Postmoderne, die man dann auch im Film anschauen kann, ist also zunächst mal dieser Generalnenner der Desillusionierung, dann die Relativität von Wahrnehmung, die man durch die Erfahrungen der modernen Physik kennt. Daher ist dieser Spacewalk bei Kubrick auch so wichtig, nicht? Diese Erfahrung der Schwerelosigkeit, nicht? Die Relativierung des Schweregefühls auf der Erde durch dieses Weltraumerlebnis. Dann der Faktor des Zufalls, der Entropie, des Chaos, von Unordnung und Zerfall, das nicht mehr zu übersehen ist und das eigentlich dazu gehört zum Leben und zur Physik wie das Gegenteil der Ordnung. Es ist ja eine Dynamik und diese Einsicht in diese dynamischen Verhältnisse setzt sich erst langsam durch und zerstört natürlich diese lineare Fortschrittsgläubigkeit. Dann die Grenzen menschlicher Rationalität. Jan Harlan hat das gerade bei seinem Besuch in der Schaubrück gesagt, das war Kubricks Generalnenner aller seiner Filme. Wenn Sie da den Nenner suchen, dann ist das die Grenze menschlicher Rationalität. Die Sprachkritik wurde schon am Anfang des 20. Jahrhunderts ja von Wittgenstein begründet. Die Einsicht in Vielschichtigkeit und Komplexität, aber auch positiv dann die Abkehr vom Ethnozentrismus und die Erfahrung von Interkulturalität und Transkulturalität. An dieser Stelle kommt dann Sergio Leone ins Spiel, der Regisseur der Transkulturalität noch vor Tarantino gewesen ist. Und deswegen verbindet Tarantino mit Leone ein so enges Verhältnis. Ein solches Bild vom Fortschritt ist heute nur noch amüsant. Es ist natürlich auch ein bisschen brutal, wenn man sich das heute so analysiert. Heute haben wir andere Vorstellungen, die sind eben durch diese Filmemacher wie Godard, von denen ich Ihnen jetzt hier nur die Plakate zeigen konnte, oder von, der hier dieses dann nochmal aufnimmt, oder auch von Kubrick
angelegt worden. Ich komme nicht mehr dazu, Ihnen den Schluss von 2001 zu erklären, dass nämlich genau sich in dieses flüssersche Modell von der Entwicklung zur Nachgeschichte einfügt, der ganze Film. Sie sehen hier die einzelnen Akte des Films, die kann man wunderschön hier auf diese flüssersche Theorie projizieren. Dazu also, wie gesagt, ein andermal. Und Sergio Leone, wie gesagt, der große Regisseur der Transkulturalität, der aus Einflüsse aus allen Kulturkreisen aufnimmt und in die Zukunft projiziert. Und das sieht man am ersten in den letzten Filmen seiner Dollar-Trilogie, wo er dann immer konkreter historisch wird. Nicht? Der letzte Film der Dollar-Trilogie fängt an, ein historischer Film zu werden. Il buono, il brutto, il cattivo. Nicht? Und der nächste danach genauso. C'era una volta il West, spiel mir das Lied vom Tod, heißt eigentlich, es war einmal der Westen. Und allein dieser Titel sagt etwas von dem neuen Geschichtsbild, von der Geschichtskritik, die dem postmodernen Denken an solche Filme. Nicht? Und diese Neudeutung, kritische Neuaufnahme der Geschichte geht bei Leone dann noch weiter, indem er diese Geschichte als Märchen erzählt, nicht? Das ist ein Märchentitel, es war einmal der Westen. Und diese Selbstreflexion des Mediums findet man da bei Tarantino wieder, dem Leone-Adepten, seit Reservoir Dogs. Damit möchte ich also schließen, die Vorstellungskraft an die Macht, und als filmische Schlusswort möchte ich die Coen Brothers noch mal zu Wort kommen lassen. Ich hatte noch Tarantino vorbereitet, The Hateful Eight. Da ist nämlich von Lügen die Rede. Es ist ein Film über Lügen. Deswegen ist es ja ein Agatha Christie-Film, in der man erst mal rauskriegen muss, wer lügt nicht. Und insofern ist es der beste Trump-Film, denn seitdem wird ja in den USA gelogen, wie dass sich die Balken biegen. Nicht? Und The Hateful Eight, schauen Sie den noch mal unter diesem Aspekt an. Das lohnt sich. Aber hier der Dude nochmal, der ja ein Alt-68er ist und den wir in der ersten Szene sehen, bei der Inspektion desjenigen, der sich als Träger der Leistungsgesellschaft ausgibt. Nicht ganz zu Recht, wie man im Verlauf des Films dann erfährt. Hier nochmal einen Alt-68er in der Gegenwart. Das war jetzt nicht dieser Film, sondern das letzte Jubiläum von 68. Der Film ist ja der Film ist ja entstanden 1998. This is the study. As you can see, the various commendations, awards, honorary degrees, etc. Das Wort, das hier am häufigsten genannt wird, hier steht es auch auf der Plakette, das ist Achiever oder Achievement, Leistung, ja, Leistungsgesellschaft gegen Althippie. Very impressive. Oh, please feel free to inspect them. Oh, no, I'm not that really. Oh, please, please. That is the key to the city of Pasadena, which Mr. Lebowski received 2 years ago in recognition of his various civic, that's the Los Angeles Chamber of Commerce Business Achiever Award, which is given, well, not necessarily given every year, given only when there's a worthy somebody. Is this him with Nancy? Yes, indeed. That is Mr. Lebowski with the First Lady, yes. Oh, Nancy Reagan. That's Lebowski on the left there? Yeah, of course, Mr. Lebowski on the left. So he's a handicapped guy? Mr. Lebowski is disabled, yes. This picture was taken when Mrs. Reagan was First Lady of the nation. Yes, yes. Not of California. Ja, Jack Valenti, ne, hier auf dem Bild. Unfortunately, there wasn't enough time for a photo opportunity. Oh, Nancy's pretty good. Oh, wonderful woman. We're very happy. These are. Those are Mr. Lebowski's children. Different so mothers, to speak. Huh? No, racially, they're pretty cool. They're not literally his children. They're the little Lebowski urban achievers, inner city children of promise, but without the necessary means for a higher education. So Mr. Lebowski is committed to sending all of them to college. Excuse me. Thank you. We're far out. I think he's got room for one more. You never went to college. Please, I did, but you know, I spent most of my time occupying various administration buildings, smoking a lot of Thai steaks, breaking the ROTC, and bowling.
Hey, the truth, Brian, I don't remember most of it. Ja, Are You a Lebowski Achiever? Ja, das wird hier dem Dude vorgehalten. Aber am Ende ist er natürlich der eigentliche Pionier in diesem Film. Dieser Film, der lässt sich als Krimi lesen, ganz klar. Aber er ist auch ein Kommentar über den amerikanischen Heimatfilm, den Western. Deswegen tritt auch da immer ein Cowboy auf. Und am Ende ist im Schlusswort des Cowboys der Dude der eigentliche Hoffnungsträger, der den Trek nach Westen weiterführt. Das ist heute mein Schlusswort, meine Damen und Herren. Ich muss mich bei der Technik entschuldigen, dass ich so viel überzogen habe. Ich möchte Sie nur noch auf den Fortgang der Filmreihe hinweisen und auf eine Gelegenheit, das, was ich heute nicht sagen konnte mehr, nachzuholen. Die gibt es nämlich in diesem stilgerechten Seminar in Form eines, ja nicht in Form eines marxistischen Lektürekurses, sondern es ist ein Filmseminar. Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, das AWWK-Filmseminar in der Schauburg beginnt am Freitag, den 29. Juni um 17.30 Uhr, jeweils 6 Termine, 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Und da werden wir einzelne Filme aus dem Programm dieser Traumfabrik näher nochmal unter die Lupe nehmen, was wir also heute natürlich in dieser Überschau nicht machen konnten. Und was wir noch in der Filmreihe sehen werden, das ist hier Zabriskie Point, den ich Ihnen sehr ans Herz lege. Dazu erzähle ich dann am Sonntag was im Kino. Nach der Vorstellung haben Sie noch die Gelegenheit, den seltensten Kubrick-Film zu sehen, und zwar eine Kopie, die es nur in Amerika gibt, von Fear and Desire, der erste Film von Stanley Kubrick, eine Kopie der Library of Congress, die Schauburg glücklicherweise dank einer breit angelegten Kooperation zeigen kann. Am Sonntag um 18 Uhr, also gleich nach der Traumfabrik 15 Uhr. Und dann machen wir weiter mit der Reihe Woodstock, dann startet das Filmseminar, dann kommt Woody Allen Bananas, François Truffaut, ein schönes Märchen, Mädchen wie ich. Das ist eine Satire über einen Soziologen, der einer energischen, emanzipierten Frau zum Opfer fällt. Soylent Green, ein Film über die Grenzen des Wachstums. Und ein Zombie-Film darf natürlich auch nicht fehlen, eine Satire auf die amerikanische Gesellschaft als Zombies, Dawn of the Dead. Und zum krönenden Abschluss die Surrealisten, die schon immer da gewesen sind, nämlich der vorletzte Film von Luis Buñuel, Das Gespenst der Freiheit. Ich denke, ein würdiger Abschluss dieser Reihe. Also jeweils 15 Uhr in der Schauburg, und freuen Sie sich, Kubricks 2001 kommt auch nochmal in dieser 70mm Filmkopie. Ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, aber er kommt nochmal in die Schauburg. A bastard's work is never done. Damit kann ich heute auch schließen, und ich würde mich freuen, Sie bei nächster Gelegenheit, wenn ich das fortsetze, mal anderen Orts oder auch hier dann wieder begrüßen zu dürfen. Danke für Ihre Geduld.